Herzlich willkommen, meine Lieben, zu diesem Rückblick auf das Gaming-Jahr 2022. Es kam super viel raus dieses Jahr, es war ein sehr buntes Spielejahr. Wie auch im letzten Jahresrückblick präsentiere ich euch, was dieses Jahr so erschienen ist. Bei der Reihenfolge gehe ich chronologisch vor, ich zeige euch auch nur Material aus offiziellen Trailern, damit ihr nicht gespoilert werdet. Wollt ihr zu einem Spiel gar nichts wissen, schaut gerne in die Videobeschreibung, dort sind die Kapitelmarken verlinkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Jahresrückblick, ich habe da sehr lange dran gearbeitet. Und keine Angst, die Spiele stelle ich so spoilerfrei wie möglich vor. Lehnt euch zurück und jetzt ganz viel Spaß. So, kommen wir als erstes zu Nobody Saves the World. Das Spiel ist ein bisschen cartooniger, ein bisschen abgedrehter. Man sieht es ja hier schon im Trailer. Das Coole an dem Spiel ist, dass man sich als Nobody in verschiedene Klassen verwandeln kann. Zum Beispiel eine Maus, ein Ritter oder ein Ranger. Jeder Charakter hat eine eigene Quest und wenn man die abschließt, kann man dann weitere Charaktere freischalten. Im Spiel selbst versucht man sich dann durch prozedural generierte Dungeons durchzukloppen. Das Ganze funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Ich fand es teilweise etwas unübersichtlich. Die Steuerung war auch hier und da ein bisschen fummelig. Das Spiel hat es auch gut geschafft, mich bei Laune zu halten. Also selten hatte ich das Gefühl, hier wird es zu schwer oder jetzt ist doch ein bisschen langweilig, weil man immer wieder neue Charaktere findet oder man wieder in der Story vorankommt. Nur am Ende war es mir dann doch ein bisschen zu grindlastig, aber an sich hat das Spiel schon eine ganz gute Länge. So 15 Stunden. So, kommen wir zu Pokémon Legends Arceus, dem ersten Open-World-Pokémon-Spiel von Game Freak. Und bei dem Spiel weiß ich noch nicht ganz genau, was ich dazu sagen soll, aber ich fange einfach mal mit den Punkten an, die mir gut gefallen haben. Also man ist in einer etwas offeneren Welt unterwegs, man kann sich freier bewegen, man kann schleichen, man kann wegspringen und hier kann man Pokémon quasi im Vorbeigehen einfach so einfangen. Einfach einen Ball reinwerfen und schauen, ob es drin bleibt. Wir sind hier auch in einer neuen Region, also beziehungsweise im Sinnoh der Vergangenheit Hisui und das Ganze ist eigentlich ganz cool aufgezogen. Die Leute sehen alle der Zeit entsprechend aus, es gibt auch wieder bestimmte Regionalformen. Also das alles ist ganz schön cool. Und auch die Ideen, die sie im Spiel hatten. Es gibt Elite-Pokémon, die besonders groß und stark sind. Es gibt Crafting, Raum-Zeitverzerrungen und verschiedene Reit-Pokémon, ähnlich wie in Alola. Technisch muss ich sagen, hängt das Spiel leider anderen Spielen auf der Nintendo Switch etwas hinterher. Was, glaube ich, jedem zuerst auffällt, ist die Grafik. Die ist, ja, sehr unterwältigend. Also die Texturen sind sehr matschig, sieht alles irgendwie braun und grün aus. Texturen, Bäume, Gräser, es wirkt alles irgendwie lieblos hinzugefügt. Generell wirkt die Open World hier ziemlich leer, also es gab kaum irgendwas Interessantes zu finden. Hier vielleicht mal ein Tempel oder ein Boot, aber an sich ein bisschen langweilig gestaltet. Das Tutorial fand ich sehr, sehr lang, sehr textlastig, was vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen wäre, wenn das Spiel eine Dialogausgabe hätte, aber hat es leider auch nicht. Am Kampfsystem wurde auch rumgeschraubt. Das ist jetzt total unbalanced, also ich hatte sehr oft Kämpfe, wo ich einfach ge-one-hitted wurde oder mein Level 50er Luxtra von Level 10er Burmy geplättet wurde. Im Prinzip hätte man sich das Kampfsystem auch sparen können, denn Trainerkämpfe gibt es sowieso kaum in dem Spiel. Vielleicht ab und zu in der Story, aber die ist leider auch nicht der Rede wert. Also ja, Pokémon Legenden lässt mich ein bisschen enttäuscht zurück. Man hätte es vielleicht vermeiden können, hätte Game Freak sich ein bisschen mehr Zeit beim Entwickeln gelassen, aber Ende des Jahres kommen ja noch Pokémon Karmesin und Purpur raus, aber wie die werden, erzähle ich euch später. Wenn ihr auf wuchtige Martial-Arts-Kloppereien und schwere Spiele steht, dann ist bestimmt Sifu etwas für euch. Das Spiel ist ein bisschen was Besonderes, denn jedes Mal, wenn ihr in einem Verlauf sterbt, dann altert ihr ein bisschen. Ihr fangt mit 20 Jahren an und habt mehr Gesundheit, teilt aber dafür weniger Schaden aus und je älter ihr werdet, desto weniger Gesundheit kriegt ihr und macht mehr Schaden. Im Verlauf des Spiels könnt ihr auch aufleveln, könnt neue Kombos lernen oder eure Gesundheit verbessern. Manche davon bleiben nur für den jeweiligen Run, andere könnt ihr permanent freischalten. Was ich persönlich schwierig fand, ist, diese ganzen Kombos auswendig zu lernen. Da bin ich nicht ganz so der Freund von, aber ich kam auch ohne eigentlich ganz okay durch. Was mir auch gut gefallen hat, war die Präsentation des Spiels. Die Level sehen alle sehr schön aus und auch die Musik haut ganz schön rein. Man kann auch für spätere Runs Shortcuts freischalten, dann muss man nicht das ganze Level nochmal von vorne spielen. Nur eine Sache, die mich noch gestört hat, ist die Steuerung. Die fand ich teilweise ein bisschen hakelig, ein bisschen unpräzise, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich so schlecht bin.
Das nächste Spiel sieht ein bisschen älter aus, kam aber tatsächlich dieses Jahr raus. Es ist ein Demake vom PlayStation 4-Titel Bloodborne. Hier also ein Was wäre, wenn Bloodborne für die PlayStation 1 rausgekommen wäre. Das Ganze kommt mit einem Röhrenbildfernseherfilter daher, aber den kann man auch ausstellen. Ich habe es jetzt im Trailer mal angelassen. Grafik, Sound, ja, und die Steuerung. Das wirkt alles so, als hätte man es wirklich auf der PlayStation 1 spielen können. Das Kampfsystem ist dem Original auch sehr treu geblieben. Man kann also wieder schießen und ausweichen. Man hat verschiedene Waffen und andere Ausrüstungsteile oder Items. Was mich aber sehr gestört hat, war, dass man keine Orientierung hat. Also vor allen Dingen im Anfangsgebiet bin ich sehr oft rumgelaufen und dachte mir, hä, war ich hier schon mal? Alles sah irgendwie gleich aus. Und die Ladebildschirme zwischen den Gebieten, also wo in Bloodborne noch alles zusammenhängt war, wurde ja alles mit einem Ladebildschirm getrennt. Ich verstehe schon, dass man hier versucht hat, das Original-Feeling von der PlayStation 1 beizubehalten, aber ja, hier hat es mich ein bisschen genervt. Trotzdem gerne mehr von solchen Demakes und falls euch das Spiel interessiert, ihr könnt es noch gratis im Internet finden. So, als nächstes haben wir Lost Ark. Das Spiel kam zwar schon vor einigen Jahren in Südkorea raus, aber dieses Jahr haben wir erst den Release im Westen erhalten. Handelt sich um ein Free-to-Play-MMORPG. Und wie das mit MMORPGs immer so ist, die sind halt super umfangreich und sehr zeitaufwendig. Ich habe so ungefähr 40 Stunden reingesteckt. Kann ja mal zu den Punkten kommen, was mir so gefallen hat. Also erstmal muss ich sagen, die Grafik von dem Spiel ist der Hammer. Also die Effekte und wie alle Klassen so designt sind und überhaupt die Umgebung und die ganz verschiedenen Welten, die man so hat, das ist wirklich alles gut gelungen. Das Spiel ist extrem gut vertont. Es ist, wie gesagt, super umfangreich. Am Anfang dachte ich, es wäre nur so ein Hack-and-Slay-Diablo-Klon, aber da steckt einiges mehr dahinter. Aber kommen wir mal kurz zu den Punkten, die mich gestört haben. Und wie gesagt, ich spiele sonst keine MMORPGs. Ich muss sagen, am Anfang waren mir die Menüs viel zu überladen. Ich wusste nicht, welche Tastenkombination was, welches Menü öffnet. Es gibt viel zu viel Loot, mit dem ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Die Quests fand ich ja sehr simpel, sehr stupide. Es war immer das Gleiche. Klassische Fetch-Quest eben. Und ja, bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, war das Spiel noch sehr, sehr einfach. Also sie haben es wohl für den westlichen Release vereinfacht, aber es war schon wirklich sehr leicht, das Spiel. Und ja, die Story war so lala. Ich fand es jetzt, hat mich nicht vom Hocker gehauen, aber war jetzt auch nichts Schlechtes. Halt so klassisches Fantasy-Gedöns. Also ja, wenn ihr Fans von solchen Spielen seid, habt ihr es euch bestimmt schon angeguckt. Ansonsten, falls nicht, ihr könnt es euch geben. Alles gut. Kommen wir zum Nachfolger von Horizon Zero Dawn, nämlich Horizon Forbidden West. Und ihr seht es ja selbst, das Spiel sieht einfach nur mega gut aus. Die Umgebungen, das Licht, das Wasser, alles einfach super. Es gibt auch ein paar Neuerungen, zum Beispiel kann man jetzt unter Wasser tauchen. Der Fokus zeigt einem die Kletterstellen. Man hat einen Enterhaken, mit dem man sich an andere Orte ranziehen kann. Einen Gleiter, wie bei Zelda Breath of the Wild. Und ein paar Umgebungsrätsel, ja, wo man auch Upgrades braucht, die man erst später im Spiel findet. So ähnlich wie in einem Metroidvania. Ja, das Ganze hat sich ganz gut angefühlt in der Open World. Und generell die Open World war nicht langweilig. Also die war vollgestopft mit Markern. Es gab schon fast zu viel zu tun. Was mir ebenfalls gefallen hat, waren die Designs der Roboter, die man so im Spiel trifft. Da haben sich die Entwickler mal wieder was Nettes ausgedacht. So. Ich muss auch sagen, dass mir die Story besser gefallen hat als im ersten Teil. Und die Nebenquests auch alle richtig gut hier geschrieben sind. Und die Synchro ist auch toll. Also die kann man sich wirklich auch im Deutschen geben. Und ja, was mir nicht so gut gefallen hat, muss ich sagen, ist der Hauptcharakter Aloy. Ja, sie ist ein bisschen, ja, nerviger geschrieben, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Dann muss ich sagen, haben mir die Kämpfe auch nicht so gut gefallen. Die waren zwar wuchtig und so, aber halt auch, ja, sehr schwer an manchen Stellen, gerade gegen größere Gegner. Und dann gibt es von den Monstern haufenweise Loot, von ja, dem man die Hälfte gar nicht braucht. Man ist dann die ganze Zeit dabei, sein Inventar zu sortieren. Größere Taschen kann man sich auch nur an Werkbänken craften, das verstehe ich auch nicht. Im ersten Teil konnte man das von überall aus machen. Und was ich auch im Teil davor besser fand, war das Klettern. Ich bin hier ständig irgendwie runtergefallen, auch wenn ich an diese gelben Punkte mich ranhängeln wollte. Irgendwie hat es meistens nicht geklappt. Aber ja, Horizon Forbidden West ist wohl das beste Open-World-Spiel, was wir dieses Jahr bekommen haben. Oder? Oder? Und dann, nur eine Woche später war es soweit.
die Open-World-Revolution von Entwicklerlegende Hidetaka Miyazaki und From Software, dem Studio hinter Dark Souls, Bloodborne und Sekiro. Die Geschichte, geschrieben von George R.R. Martin, dem Autor von Das Lied von Eis und Feuer. Die Lore, so komplex und kryptisch erzählt, dass sie selbst nach einstündigen Zusammenfassungsvideos auf YouTube nicht vernünftig wiedergeben kann. Eine gefühlt unendlich große Welt mit unendlich vielen Freiheiten. Und das ohne Ladezeiten zwischen den Gebieten. Gegnerdesigns, die an Kreativität nicht mehr zu überbieten sind. Ein unerschöpfliches Repertoire aus Waffen, Zaubern, Beschwörungen, Talenten und anderen Sammelobjekten. Ja, es gibt sogar Crafting, das braucht aber keiner. Mysteriöse NPCs und Questlines, die ohne Internetguides nicht lösbar sind. Im Ernst, warum gibt's kein Questlog? Ein Spiel, welches so beliebt ist, dass man wochenlang nichts anderes mehr auf Twitch gesehen hat. Denn sie alle waren auf der Suche nach dem einen, den einzig wahren Elden Ring. Martha is Dead ist ein psychologisches Horrorspiel. Hier spielt ihr Julia, die den Tod ihrer Schwester Martha aufdecken will. Ich würde das Spiel eher so in die Richtung Walking Simulator schicken, denn ein richtiges Horrorspiel ist es nicht wirklich. Ihr könnt nicht sterben, ihr werdet nicht groß verfolgt von irgendwelchen Monstern oder Geistern. Das Spiel hat aber auf jeden Fall einige verstörende Szenen, also da aufpassen. Aber hauptsächlich lauft ihr hier durch das Haus, durch die Wälder und versucht Rätsel zu lösen. Die sind aber zum Glück nicht sonderlich schwer. Die Atmosphäre hat mir hier ganz gut gefallen, gerade bei Nacht. Die Handlung findet zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Italien statt. Julia wird dann mit ihrer Zwillingsschwester Martha verwechselt und ja, von da an nimmt die Handlung ziemlich gut Fahrt auf, hat mir sehr gut gefallen und hat auch einige Twists. Ist aber auch ein bisschen komplex. Also ja, das Spiel ist schwere Kost. Vielleicht schaut euch noch ein bisschen mehr dazu an, wenn es euch interessiert. Es ist auf jeden Fall ein spannender Psychothriller, nur vielleicht nicht für jeden was. So, wir machen weiter mit Triangle Strategy, einem Strategiespiel von Square Enix. Ist vom gleichen Studio, die auch Octopath Traveler gemacht haben. Und ja, das Spiel sieht echt fantastisch aus. Also ihr seht es ja selbst im Trailer, dieser 3D-Pixel-Look, ja, gefällt mir richtig gut. Und auch die Charakterdesigns haben mir sehr gut gefallen. Und ja, von den Charakteren gibt es auch nicht zu wenig. Ich fand es super schwer, in die Story einzusteigen, weil einfach so viele Charaktere aufeinandertreffen. Ihr habt hier drei Königreiche, deswegen auch das Triangle in dem Titel, die aufeinandertreffen und ja, sie kämpfen um Salz. Also es klingt jetzt erstmal nicht so spannend, aber Salz war ja damals eine Menge wert und ja, so wird es dann schon gewesen sein. Die Geschichte ist aber nicht linear erzählt, sondern hat hier und da mal Abzweigungen, die sind dann aber von den Entscheidungen eurer Mitbegleiter abhängig, also müsst ihr sie dann überzeugen oder halt irgendwo im Dorf nach Hinweisen suchen. Ja, diese Investigativmissionen, die fand ich nicht so mega spannend. Generell müsst ihr in dem Spiel sehr viel lesen. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben Bücher gelesen, die hatten weniger Worte als Triangle Strategy. Kommen wir zum Strategiepart und da muss ich sagen, das ist wirklich das Herzstück des Spiels. Die Strategiekämpfe machen sehr viel Spaß, erinnern mich an Fire Emblem und spielen sich eigentlich auch relativ ähnlich. Ihr könnt euch einen Spielstil aussuchen, dadurch, dass ihr so viel Auswahl zwischen den Charakteren habt. Es gibt Missionen, die sind teilweise sogar ein bisschen abwechslungsreicher als nur besiege den Gegner. Was ich schade fand, ist, dass man nur gegen Menschen kämpft. Und ja, dass der Strategiepart eigentlich nur so 50% des ganzen Spiels einnimmt, weil den Rest werdet ihr lesen müssen. In Have a Nice Death spielt ihr den Gevatter Tod höchstpersönlich. Dieser hat leider in einstiger Größe verloren, weil er jahrhundertelang mit Papierkram in seiner eigenen Firma beschäftigt war. Kurz vor dem Burnout hat er nun mitbekommen, dass seine Untergebenen gar nicht mehr richtig ihre Arbeit machen oder eigene Pläne verfolgen, und so zieht er los, um ihn die Leviten zu lesen. Das Gameplay an sich ist hier ein Plattformer-Roguelike. Ihr schnetzelt euch mit eurer Sense durch die verschiedenen Abteilungen eurer Firma, findet andere Waffen und Zauber, könnt euch aufleveln, ja, und werdet dann vermutlich sterben, daher auch der Titel des Spiels. Was mir hier gut gefallen hat, ist der Grafikstil und wie sich die Spielfigur spielt und steuert. Das ist ja gerade bei Plattformer-Titeln immer so der Knackpunkt. Da das Spiel noch im Early Access ist, also noch nicht vollständig released, finde ich, hat das Spiel noch einige Schwächen oder unausgereifte Ideen. So verliert man zum Beispiel extrem schnell die Übersicht, wenn viele Gegner auf dem Bildschirm sind oder man extrem viele Waffen und Zauber ausgerüstet hat. Gegner in den Levels zu besiegen, birgt eigentlich nur Risiken und bringt einen kaum irgendwas. Ab und zu mal Geld oder ein bisschen Heilung, ist aber kaum nennenswert. So
rusht man eigentlich die ganze Zeit nur durch die Level durch und am Ende gibt's eh immer irgendwas einzusammeln. Heilung gibt's eh kaum in dem Spiel. Nur ganz selten habe ich mal was gefunden. Da hätte ich mir so ein Prinzip wie bei Hollow Knight gewünscht, dass wenn man genug Schaden austeilt, sich selbst dann heilen kann. Und die Bossfights sind extrem hart. Mit 2-3 Schlägen seid ihr eigentlich schon raus. Man muss sie wirklich auswendig lernen und bis man mal bei einem Boss ist, dauert's eine ganze Weile. Ist alles ein bisschen schade. Das Spiel hat wirklich Potenzial und hat auch einen echt guten Humor. Ich schaue es mir mal an, wenn es vollständig released ist. Vielleicht sind ein paar Punkte, die ich hatte, ausgebessert. Falls ihr Fans von Celeste, Super Meat Boy oder ähnlichen schweren Plattformen seid, dann ist bestimmt Will You Snail was für euch. Hier werdet ihr von diesem fliegenden Gesicht, ja, im wahrsten Sinne zur Schnecke gemacht. Das Spiel adaptiert eure Bewegungen und setzt euch das ein oder andere Mal Fallen vor, ja, denen ihr nicht mehr ausweichen könnt und fühlt sich auf jeden Fall sehr unfair an. Das Gute an dem Spiel ist aber, es verfügt über einen dynamischen Schwierigkeitsgrad. Also das heißt, wenn ihr zu lange in einem Level braucht, dann setzt es für euch automatisch die Schwierigkeit ein bisschen runter und das Level ist dann für euch leichter abzuschließen. Hüpft ihr zu schnell durch die Level, wird die Schwierigkeit wieder angezogen. Also trotz der ganzen Frustmomente hatte ich immer noch eine gute Zeit mit dem Spiel. Es hat einen echt tollen Humor. Es hat mich ein bisschen an Portal erinnert. Das Spiel beleidigt einen die ganze Zeit. Und ja, darüber muss man einfach irgendwann lachen. Der Soundtrack ist ganz geil. Der wird irgendwann so richtig technolastig. Es gibt sogar eine Story in dem Spiel, was jetzt der Look vielleicht nicht ganz so vermuten lässt, aber die ist auch okay. Falls ihr etwas schwierigeren Plattformen was abgewinnen könnt, dann ist Will You Snail auf jeden Fall was für euch. So, was hier so aussieht wie Zelda mit einer Fuchsmod ist Tunic. Und, ach, oh mein Gott, ich liebe Tunic, das Spiel ist so toll. Und das Spiel ist tatsächlich eine Mischung aus Zelda, wo ihr verschiedene Gegenstände und Techniken findet, um in der Welt voranzukommen. Und Dark Souls, ja, weil das Spiel sieht zwar super süß aus, lasst euch aber nicht täuschen, es ist sehr, sehr schwer. Im Spiel selbst findet ihr immer mal wieder so Seiten von einem Handbuch und oh mein Gott, ist dieses Handbuch so toll designt. Es wirkt wirklich wie damals bei den alten Gameboy-Spielen oder so, so ein beigelegtes Handbuch. Es ist so toll gezeichnet und es ist so ein bisschen das Herzstück des Spiels. Ihr braucht es immer mal wieder, um Tipps zu bekommen, wie es im Spiel weitergeht. Leider ist alles so in einer Fantasiesprache geschrieben. Man versteht halt sehr wenig im Spiel. Das Handbuch selbst gibt euch nicht nur Tipps, sondern ist auch eure Karte. Und da fand ich es ein bisschen schade, dass man selbst auf der Karte keine Markierungen setzen kann. Und die Oberwelt an sich, wenn ihr darauf rumläuft, könnt ihr die Karte auch nicht drehen. Das ist so ein bisschen schade. Aber ansonsten, ey, die Musik ist so übelst chillig. Ich lasse sie auch die ganze Zeit nebenbei laufen. Und einerseits ist es so ein bisschen zum Einschlafen, andererseits ist das Spiel so schwer, dass ihr gar nicht einschlafen könnt. Tunic hat auch so viele Geheimnisse. Ja, wenn ihr so Zelda-Spiele mögt, dann guckt auf jeden Fall mal rein. Das ist ein richtig tolles Spiel. Kommen wir als nächstes zu Norco, einem etwas düsteren Point-and-Click-Spiel. Ich bin auf dieses Spiel aufmerksam geworden durch, ja, den tollen Pixel-Art. Ich liebe Pixel-Art und hier auch der Soundtrack ist in dem Spiel sehr gut geworden, sehr stimmungsvoll. Ich mag auch Point-and-Click-Spiele, ich mag Rätsel, leider sind die jetzt hier in dem Spiel nicht ganz so besonders. Also es gibt hier und da ein paar Kopfnüsse, aber sonst auch nichts Schwieriges. Leider wird man auch oft genug, ja, durch irgendwelche Minispiele oder rundenbasierte Kämpfe, wo man Quicktime-Events lösen muss, unterbrochen. Was mir auch nicht so gefallen hat, sind die Dialoge. Die befinden sich irgendwie immer links oder rechts vom Bild. Das wechselt auch nicht mal ab. Und ja, die Story nimmt am Ende auch eine komische Wendung und konnte mich letztendlich nicht wirklich überzeugen. Wenn ihr es ein bisschen chilliger mögt, vielleicht ist Memoir Blue was für euch. Das Spiel ist eher so Point-and-Click oder Walking-Simulator-mäßig. Spielerisch jetzt nicht wirklich was Herausforderndes. Das Spiel erzählt ohne Worte eine Geschichte zwischen einer Schwimmerin und ihrer Mutter. Ja, das Ganze ist eher so ein audiovisuelles Erlebnis, würde ich sagen. Und man kann es schnell mal in einer Stunde durchspielen. Auf Kirby und das Vergessene Land habe ich mich richtig gefreut und yes, es ist richtig gut geworden.
Kirby ist das erste Mal in 3D unterwegs und es steuert sich perfekt. Wirklich. Besser als manche 3D-Mario, habe ich das Gefühl. Sunshine. Die Optik ist so bunt, die Gegner so knuffig und die Welten einfach so kreativ gestaltet. Ach, das Spiel ist einfach nur ein Augenschmaus. Und nicht nur, dass wir uns nicht satt sehen können an diesem Spiel, auch Kirby kriegt den Hals nicht voll und hat einen neuen Modus bekommen, den sogenannten Vollstopfmodus. Er ballert sich einfach irgendwie mit irgendwelchen Gegenständen voll und ja, kriegt dadurch neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel versucht ein Auto zu futtern und kann damit dann durch die Gegend fahren. Natürlich kann er aber auch hier wieder normale Gegner einsaugen und deren Fähigkeiten kopieren. Hier gibt es einen besonderen Kniff. Im Verlauf des Spiels hat man die Möglichkeit, die Fähigkeiten nochmal abzugraden und zu verändern. Das fühlt sich einfach sehr belohnt an, wenn man in den Welten sich ordentlich genug umguckt und viel erkundet. In den Level selber hat man verschiedene Missionen, die man erfüllen kann, um alle Waddledees zu retten. Und was mich dabei so ein bisschen genervt hat, war, dass ich die Level sehr oft wiederholen musste, weil ich nicht genau wusste, welche Mission ich jetzt machen muss. Die werden erst, wenn man es einmal abgeschlossen hat, wird eine Mission aufgedeckt. Hätte nicht sein müssen. Das hat sich dann so ein bisschen wie Spielzeitstreckung angefühlt. Dafür hat das Spiel dann aber auch eine ordentliche Länge und das Finale ist so episch. Alter, aber da will ich jetzt nicht spoilen. Kommen wir von einem bunten Spiel zu einem etwas düsteren Spiel, und zwar Ghostwire Tokyo. Das Spiel spielt, ja, wie der Name schon sagt, in Tokio. Wir spielen hier den jungen Akito, der am Anfang des Spiels stirbt und dann von einem Geist namens KK wiederbelebt wird, und zusammen sind wir auf der Suche nach seiner Schwester. Ja, mit dem Geist zusammen kriegen wir auch neue Fähigkeiten. Wir haben mit so Jutsu-artigen Fingerbewegungen können wir dann verschiedene Elemente bändigen, wie zum Beispiel Wind, Feuer und Wasser. Das alles wirkt wie so eine Art Shooter, sag ich mal, wie ein Ego-Shooter, denn die Elemente entsprechen bestimmten Waffen. Durch die Geisterkräfte können wir dann natürlich auch ein bisschen schweben, höher springen und so weiter. Nur leider, es klingt jetzt alles so mega elegant und schnell, nur leider spielt sich das Spiel ein bisschen langsam, ein bisschen behäbig. Es kommt nicht wirklich Flow auf, selbst die Sprintentaste unterscheidet sich nicht von den normalen Voranlaufen. Es ist von den ehemaligen The Evil Within-Machern und die haben ja mehr so Horror-Elemente drin, nur wirkt Ghostwire Tokyo gar nicht wirklich gruselig. Ein paar Gegner-Designs sind echt cool gemacht, aber dadurch, dass wir so overpowered sind, hat man nicht wirklich eine Schockstimmung. Es ist zwar alles cool japanisch, aber Tokyo wirkt halt super leer. Es gibt keine wirkliche Musik, keine NPCs, mit denen man reden kann. Durch die Story sind halt alle Leute aus der Stadt verschwunden. Ja, und auch die Story kann nicht wirklich überzeugen. Also optisch haut das Spiel schon rein, nur der Rest ist so mittel. Mit Tiny Tina's Wonderlands hat Gearbox Studios einen weiteren Loot-Shooter im Borderlands-Universum rausgebracht. Diesmal ist das Setting nicht wie gewohnt Weltraum und Endzeit oder Wüste, sondern Dungeons and Dragons bzw. Bonkers and Badasses, wie es hier heißt. Ist so ein bisschen Fantasy-mäßig angehaucht alles. Ihr erstellt euch hier einen Charakter, habt verschiedene Klassen zur Auswahl und seid dann auf der Tabletop-Welt unterwegs. Nehmt Quests an und ballert hauptsächlich alles weg, was euch vor die Flinte kommt. Ich glaube, im Multiplayer ist das Spiel ganz witzig. So alleine war es ein okayer Shooter. Es gab ein paar witzige Ideen und Momente in dem Spiel. Der Loot, den die Gegner fallen gelassen haben, war eigentlich nur Schrott und konnte man direkt wieder verkaufen. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich mir nochmal so einen Shooter aus der Borderlands-Reihe angucken werde. Ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen die Luft raus. Ikai ist ein netter kleiner Horrortitel. Ihr spielt hier eine japanische Priesterin und müsst euren Tempel vor Geistern verteidigen. Das tut ihr, indem ihr Bandsticker zeichnet, Rätsel löst, euch auch manchmal vor ihnen versteckt. Klassische Horrorspielaufgaben halt. Die Geister sind teilweise cool designt und passen zur japanischen Geschichte. Das Bandsticker zeichnen hat mich so an Okami erinnert. Irgendwie ist mir hier auch das Sounddesign sehr im Kopf geblieben. Das Knarzen des Holzbodens hat sich irgendwie sehr authentisch angehört. So an sich ist das Spiel jetzt aber nichts krass Besonderes. Es ist halt ein netter kleiner Horrortitel, den ihr schnell durchzocken könnt. So, beim nächsten Spiel schauen wir mal in den Weirden Westen. Und bei dem schon muss ich sagen, es war ganz nett. Ich glaube, man kämpft so gegen Cowboys, gegen, ich glaube, Vampire oder Werwölfe oder so. Egal, was die Story ist, ist jetzt auch nicht so wichtig. Man tut halt das, was man als Cowboy so macht. Man zieht los, streicht irgendwelche Kopfgelder ein, irgendwelche Banden über den Haufen schießen. Man sammelt viel Loot, man kann aufleveln.
Ich hatte tatsächlich Probleme mit der Steuerung. Also egal, ob ich es mit Maus und Tastatur oder mit Controller gespielt habe, irgendwas hat immer nicht so richtig gut funktioniert. Und die Kämpfe, ja, die fand ich ein bisschen unübersichtlich halt. Aber so für zwischendurch hat es eigentlich ganz Spaß gemacht. Auch wenn ich nur einen Charakter durchgespielt habe. Insgesamt gibt es, glaube ich, fünf Geschichten. Aber ja, dann habe ich genug von dem Spiel gesehen. Zu Koromon kann ich dann jetzt noch gar nicht so viel sagen. Ich habe es erst ein paar Stunden gespielt, wollte es trotzdem mal vorstellen. Das zeigt so ein bisschen auf, wenn Pokémon nicht in die 3D-Richtung gegangen wäre und man so ein bisschen auf die Fans gehört hätte. Gerade zu Anfang habe ich gemerkt, wie viele Einstellungen es gibt und man sich das Spiel sehr schwer machen kann. Es gibt sogar einen eingebauten Nuzlocke-Modus. Der eingebaute EP-Teller, den man aus den heutigen Spielen ja gar nicht mehr rauskriegt, den gibt es nicht. Generell ist dieses Spiel hier an die klassischen alten Pokémon-Spiele angelehnt und ein bisschen grindlastiger. In vielen Punkten ist dieses Spiel aber 1 zu 1 Pokémon, da braucht man nicht drum rumreden. Das Kampfsystem ist ein klein bisschen anders. Die Koromon haben eine Ausdauerleiste, die sich nach jeder Aktion verringert. Ab und zu kann man nach einem Levelaufstieg des Koromons die Werte eigens verteilen. Manche Koromon können sich sogar während des Kampfes bei bestimmten Voraussetzungen entwickeln, was ziemlich cool ist. Und ja, auf den ersten Blick finde ich Koromon ganz cool. Manchmal wünsche ich mir, Pokémon wäre nicht so in die 3D-Richtung gegangen. Dann hätten wir jetzt manche Probleme nicht, wie wir jetzt so haben, aber dazu komme ich dann nochmal. Ich schaue mir immer ganz gerne Alternativen zu Pokémon an, aber so ganz kommt dieses Feeling nicht auf, was ich bei der Vorlage habe. Vielleicht liegt es daran, dass die Koromon an sich nicht ganz so charmant gestaltet sind oder weil alles eher so bekannt ist. Wer weiß. Terrorbane nimmt so ein bisschen Videospiele und deren Mechaniken aufs Korn. Es ist so eine Art Parodiespiel. Wenn ihr das Spiel startet, werdet ihr direkt am Anfang merken, ja, es ist voller Bugs und Fehler. Diese sind aber gewollt und Teil des Spielerlebnisses. Das Spiel selbst spielt so ein bisschen mit eurem Verhalten in Videogames. Ihr könnt zum Beispiel strikt der Haupthandlung folgen und sagen, was die NPCs euch auferlegen. Dann bekommt ihr aber ein relativ normales Standardende. Wenn ihr aber versucht, über die Grenzen hinauszugehen und ein bisschen die Regeln zu brechen, dann kann euch echt Kurioses erwarten. Persönlich hat der Humor des Spiels sehr gut gefallen. Es ist auch gespickt mit allerlei Videospielreferenzen. Sehr oft wird die vierte Wand durchbrochen und ihr werdet direkt vom Spieleentwickler als Spieler selbst angesprochen. Ja, ist ein kurzes, nettes RPG und ich kann es euch nur ans Herz legen. Road 96 ist ein sehr interessantes Spiel. Ihr schlüpft hier in die Rolle eines Flüchtlings und müsst versuchen, ja, im Norden über die Grenze zu kommen. Dabei trefft ihr dann immer zufällig auf andere Charaktere und erlebt deren Geschichten mit und irgendwie hängen die alle unterschiedlich miteinander zusammen. Die ganzen Begegnungen und Ereignisse sind eher zufällig und dadurch fühlt sich jeder Spieldurchlauf anders an. Eure Entscheidungen beeinflussen auch das weitere Spielgeschehen und das Ende des Spiels, wobei ich manchmal beim Spielen nicht das Gefühl hatte, dass ich wusste, welche Entscheidung welche Konsequenz nach sich zieht. Man hat hier mehrere Spieldurchläufe und dadurch auch viele Charaktere, die man spielt, die aber alle austauschbar sind und keine wirkliche Relevanz haben. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil ein Durchgang relativ schnell auch vorbei sein kann, wenn man nicht die richtige Entscheidung trifft. Hauptsächlich ist das Spiel tatsächlich Walking Simulator, das heißt, man läuft eigentlich nur rum und interagiert mit Objekten. Es gibt aber hier und da viele schöne Gameplay-Wechsel, die das alles so ein bisschen auflockern. Sehr gut gefallen hat mir ebenfalls der Soundtrack. Da gibt es ein paar echt schöne Tracks. Auch den Humor kann ich hervorheben, auch wenn das Spiel eher in die ernste Richtung geht. Ich mag das ganz gern, wenn ein Spiel sich nicht nur gut wegzocken lässt, sondern auch im Nachhinein noch ein bisschen beschäftigt und ein bisschen zu denken gibt. Das nächste Spiel ist ein Spiel aus Deutschland und nennt sich Dorfromantik. Dorfromantik ist so, ja, ein Aufbaustrategiespiel. Es ist sehr entspannt. Man hat keinerlei Zeitdruck und eigentlich Ziel des Spiels ist es einfach nur seine Karte zu vergrößern, würde ich jetzt mal sagen. Man hat verschiedene Aufträge, die man dann im Laufe des Spiels bekommt. Zum Beispiel ein Dorf mit so und so vielen Häusern zu bauen. Dann hofft man, dass man die richtigen Kärtchen bekommt und sein Dorf vergrößern kann. Oder man vergrößert sein Feld oder verlängert irgendwelche Schienen oder Flüsse. Je mehr Aufträge man erfüllt, desto mehr Plättchen bekommt man. Ja, und umso weiter geht's. Entweder bis ins Unendliche oder bis man keine Plättchen mehr hat. Das Interessante an dem Spiel ist, obwohl es mir vielleicht ein bisschen langweilig aussieht und es auch keine Story hat, hat es trotzdem irgendwie süchtig gemacht.
Mit Nintendo Switch Sports bekommt auch die beliebte Sportreihe von Nintendo einen weiteren Ableger. Zu Release enthalten sind Volleyball, Badminton, Bowling, Fußball, Schwertkampf und Tennis. Ich kann ja mal so die verschiedenen Sportarten durchgehen. Bei Tennis würde ich sagen, ja, ist der Spaßfaktor im Vergleich zur Wii-Version ungefähr gleich geblieben. Bei der Wii-Version konnte man ja so ein bisschen rumfuchteln und hier kommt es ein bisschen mehr aufs Timing an. Bei Bowling fand ich am Anfang die Bewegungssteuerung nicht ganz so präzise. Ich hatte immer das Gefühl, der Ball zieht in die falsche Richtung. Aber mit ein bisschen Übung ging es dann schon. Was ich ganz cool finde, ist, dass man im lokalen Multiplayer mit 4 Leuten gleichzeitig die Würfe ausführen kann. In der Wii-Version musste man immer nacheinander die Würfe abwarten. Online kann man bis zu 16 Spieler gleichzeitig spielen, was auch irgendwie cool war. Das hat dann so eine Art Battle Royale-Modus, wo dann nacheinander Leute ausscheiden. Nur leider muss man dann auf eine stabile Verbindung hoffen. Naja, Nintendo und Online-Modus. Shanbara oder Schwertkampf, wie ich es dreisterweise nenne, ist eine kleine Enttäuschung, muss ich sagen. Das Spiel möchte, dass man Skyward Sword-mäßig präzise Schwertschläge ausführt oder präzise blockt, aber im Prinzip reicht es, wenn man den Gegner mit 3 Schlägen von der Plattform fuchtelt. Die Plattform ist sehr klein und ja, der Schwertkampf hat sich bei Wii Sports Resort zumindest besser angefühlt. Ja, Fußball, muss ich sagen, war es auch nicht so besonders. Da gibt es von Nintendo dieses Jahr auf jeden Fall ein besseres Fußballspiel. Wer sich das Spiel physisch kauft, bekommt noch einen Beingurt dazu, den es ja auch bei Ring Fit Adventure gibt. Ja, damit kann man dann eigentlich nur Torschüsse machen. Bei Badminton merkt man vielleicht die Bewegungssteuerung sogar am meisten. Die ist schön präzise. Nur leider, bockt jetzt Badminton nicht unbedingt. Man kann es auch nur zu zweit spielen. Im Sportunterricht war ich zwar nie großer Fan davon, aber hier hat mir Volleyball wirklich am meisten Spaß gemacht. Die Matches haben sich immer sehr schön dynamisch angefühlt und vor allen Dingen im Multiplayer, sowohl lokal als auch online, haben die Matches richtig Bock gemacht. Dann wollte ich noch was zum Online-Modus sagen. Der, wie gesagt, läuft nicht ganz stabil. Es gibt öfter mal Verbindungsabbrüche. Was ich aber cool finde, ist, dass man nach jedem Match dann Punkte verdienen kann. Die kann man dann wiederum für optische Items ausgeben, und zwar auch für seine Avatare. Man kann auch die Miis auswählen, das war mir im Trailer irgendwie nicht so bewusst, aber die gibt's auch wieder. Es gibt auch keinen Ingame-Shop oder so, wo man echt Geld ausgeben muss. Generell zum Spiel würde ich sagen, es wirkt ein bisschen unvollständig. Also Golf wird erst später im Herbst reingepatcht. Es gibt weniger Sportarten als in Wii Sports Resort. Es gibt auch keine coolen Singleplayer-Spiele oder irgendwelche Herausforderungen. Und wenn ihr nur eine Nintendo Switch Lite habt, braucht ihr das Spiel gar nicht erst kaufen, weil ihr es dann wegen der fehlenden Joy-Cons gar nicht erst spielen könnt. Also für so ein teures Spiel leider ein bisschen unverschämt. Das nächste Spiel ist ja komplett in Schwarz-Weiß. Es ist angelehnt an alte Samurai-Filme aus Japan und zwar Track to Yomi. Ja, die Optik habe ich ja gerade schon angesprochen. Das Spiel ist an sich ein Side-Scrolling-Action-Schnetzler. Wir erleben hier die Lebensgeschichte eines Samurais und ja, bekämpfen auch meistens Schwertkämpfer. Im Laufe des Spiels kann man aber auch mal so Abzweigungen nehmen. Also es ist nicht nur nach links und rechts, sondern man kann auch in die Tiefe laufen. Es gibt viele Abzweigungen. Man kann Gegner auch mit irgendwelchen Fallen zum Beispiel ausschalten. Durch irgendwelche Abzweigungen finden wir auch Upgrades, zum Beispiel Leben oder Ausdauer. Ja, und dadurch muss ich aber sagen, ist auch viel verpassbar. Also wir können nicht Checkpoints neu laden, sondern müssen halt alles in einem Lauf finden. Es sind auch einige Kombos freischaltbar, die man aber nur selten nutzt. Die Gegner nutzen sich irgendwann ab, sind meistens irgendwelche Standardgegner, aber ich muss sagen, die Bosse sind cool designt. Und das Spiel ist ja komplett in Japanisch synchronisiert. Eine Warnung noch, also das Spiel ist schon ein kleiner Downer, also im Verlauf des Spiels muss ich schon öfter mal ausmachen, weil öfter mal einfach nur Dörfer niedergebrannt werden, Leute schreien. Da muss man ein bisschen dickes Fell für haben, glaube ich. Ab nach Sylt. Das haben sich wahrscheinlich viele gedacht, als im Juni das 9-Euro-Ticket kam. Aber damit hat dieses Spiel hier gar nichts zu tun. Sylt, das Videospiel, ist so eine Art Limbo unter Wasser, also komplett in Schwarz-Weiß. Ähnlich wie bei Limbo auch, wird hier nichts gesagt, nichts wird euch erklärt. Deswegen verstehe ich auch nicht ganz die Story. Nur die Aufgabe wird euch genannt. Ihr müsst 4 Augen von großen Seeungeheuern sammeln. Ihr taucht euch also durch verschiedene Unterwasserbiome und müsst Rätsel lösen. Dabei könnt ihr auch die Hilfe von verschiedenen Unterwasserbewohnern in Anspruch nehmen, beziehungsweise ihr könnt diese übernehmen und sie dann steuern und ihren Fähigkeiten nutzen. Das Spiel an sich dauert auch nicht so lang und kann man easy an einem Tag durchspielen. Reden wir mal kurz über Diablo Immortal. Das Spiel hat ja seit seiner Ankündigung 2018 ganz schön Hate abbekommen.
War ja ursprünglich nur als Mobile-Spiel angekündigt. Die Leute damals auf der BlizzCon hatten ja eigentlich die Ankündigung von Diablo 4 oder zumindest Diablo 2 Remastered erwartet. Gut, Diablo 4 ist jetzt angekündigt und Diablo 2 Remastered haben wir auch bekommen. Aber ja, um Diablo Immortal wurde es dann langsam still. Und 4 Jahre nach der Ankündigung haben wir es jetzt endlich nun. Blizzard hat es sogar für PC rausgebracht, weil wahrscheinlich die Fangemeinde von Diablo es irgendwie gehackt hätte und es dann eh für den PC irgendwie rausgebracht hätten. Und ich habe es gespielt und fand es jetzt aber auch nicht so schlecht. Also klar, es war alles ein bisschen simpler als jetzt in Diablo 3. Ist auch alles okay. Nur hatte ich dann irgendwann das Problem. Ich war Level ja, 31,5 oder so. Und das Spiel wollte dann von mir, dass ich auf Level 35 komme. So, mein Problem mit Spielen ist, ich möchte nicht grinden. Ich habe es dann trotzdem versucht. Ich habe dann ungefähr eine halbe Stunde lang versucht, stärkere Monster zu kloppen, um Erfahrungspunkte zu kriegen. Habe aber keinen Levelfortschritt bekommen. Und dann kriege ich irgendwann die Nachricht vom Spiel, dass ich mir doch einen XP-Boost mit Echtgeld kaufen soll. Und ja, dann war das Spiel für mich gelaufen. Ich habe es deinstalliert und dann nicht mehr durchgespielt. Das Spiel ist Free-to-Play, das ist ja auch okay, aber wenn ich dann keinen Levelfortschritt bekomme, wenn ich nicht echt Geld ausgebe, dann sehe ich den Sinn dahinter nicht. Dann, ich hätte es mir auch für 10 Euro gekauft oder so, aber nee, so nicht, Blizzard, so nicht. Weiter geht's mit Point P, einem niedlichen kleinen Smartphone-Spiel. Ich meinte eigentlich schon, dass ich keine Smartphone-Spiele spiele, aber ja, das war im Prinzip gratis, muss man sagen. Und dann habe ich es einfach mal getestet. Das könnt ihr spielen, wenn ihr einen Netflix-Account habt, dann müsst ihr einfach nur anmelden und dann könnt ihr es gratis spielen. Als kleines Dino-Wesen steigt ihr immer weitere Höhen auf und müsst dabei vor einem wütenden Katzenmonster fliehen und ihm dabei Säfte machen, um ihn ja, zu besänftigen. Das Ganze funktioniert so ein bisschen wie bei Doodle Jump, nur müsst ihr hier die Touch-Steuerung benutzen und nicht die Handybewegung. Ist ein ganz nettes Spiel, wenn man mal irgendwo länger sitzen muss, wie zum Beispiel in der Bahn oder auf dem Balkon oder so. Ich mach mal weiter mit The Quarry und das ist so eine Art interaktiver Horrorfilm, würde ich jetzt sagen. Man kann durch verschiedene Quicktime-Events oder Auswahlen in den Dialogoptionen ja, die Handlung beeinflussen. Wenn ihr sowas wie Until Dawn oder ein Spiel aus der Dark Pictures Anthology-Reihe gespielt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Und The Quarry ist gut, hat eine schöne Grafik, nur leider ist es nicht wirklich ein gutes Horrorspiel, würde ich jetzt sagen. Es ist blutig und hat viele Jumpscares. Es gibt 9 spielbare Charaktere, von denen aber 2 so ab der Hälfte des Spiels wirklich die Hauptrolle einnehmen und die anderen gar keine Bewandtnis mehr haben. Das ist vor allen Dingen schade, wenn man sich mit Freunden im Couch-Coop-Modus trifft und das mal spielen möchte und jeder einen Charakter spielt. Die Charaktere sind auch gut vertont, auch im Deutschen. Aber leider ist auch die Synchro manchmal verbuggt und wechselt dann ins Englische. Und ich persönlich fand die Handlung jetzt nicht wirklich spannend und sogar sehr in die Länge gestreckt. Da haben die Dark Picture Spiele auf jeden Fall die richtige Länge für so einen Filmeabend und Until Dawn war zwar länger, hatte aber spannendere Twists. Mit Mario Strikers Battle League Football bekommt auch Mario endlich ein neues Fußballspiel auf die Switch. Ich mochte ja die Vorgänger auf dem GameCube und der Wii sehr gerne und habe mir auch diesen Teil angeguckt. Und ähnlich wie bei Nintendo Switch Sports fehlt mir hier eigentlich der Umfang. Zu Release haben wir hier nur 10 spielbare Charaktere zur Auswahl. Wir können nichts freischalten und es gibt auch keine Helfercharaktere. Von den Stadien hat man auch nicht viel mehr zur Auswahl und die haben auch keine Bewandtnis fürs Spiel, nehmen nur die Hälfte des Spielfelds ein. Einen Story-Modus gibt es auch nicht unbedingt. Es gibt ein paar verschiedene Turniere, die man spielen kann. Und da kann man sich dann Münzen verdienen, mit denen man sich dann ja, Ausrüstung kauft, was das neue Feature des Spiels ist. Mit der Ausrüstung kann man dann die jeweiligen Eigenschaften des Charakters verändern. Zum Beispiel Bowser, der relativ schwer und stark ist, kann man dann ein bisschen schneller machen. Man muss dann aber auch jeweils Abstriche bei einem anderen Wert machen. An sich läuft das Spiel wirklich gut und das macht auch im Multiplayer echt Fun. Nur leider, wie gesagt, fehlt mir hier der Umfang. Da hätte ich mir gern ein bisschen mehr gewünscht. Ein Spiel, worauf ich mich dieses Jahr richtig gefreut habe, war Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ein Beat'em-up, so ein bisschen angelehnt an die alten Klassiker, wie zum Beispiel Streets of Rage. Der tolle Pixel-Art-Look sticht natürlich sofort ins Auge. Man kann im Spiel einfach mal stehen bleiben, im Hintergrund gibt es immer irgendwie was zu entdecken. Die Steuerung ist ganz simpel gehalten, es gibt 7 Charaktere zur Auswahl, die auch alle ihre eigenen Moves mitbringen. Natürlich auch die 4 Turtles mit ihren charakteristischen Waffen. Es gibt auch einen 6-Spieler-Modus, aber
Der wird auch ein bisschen unübersichtlich, passiert einfach zu viel auf dem Bildschirm, aber trotzdem läuft das Spiel flüssig. Was mir ebenfalls gut gefallen hat, war das Design der Bosse. Da waren ein paar Bekannte dabei, aber auch viele, die ich nicht kannte. Ich bin einfach mit der Story nicht so ganz vertraut, aber teilweise waren die Bosse im Kampf echt unfair. Nur beim Gegnerdesign war nicht ganz so viel Kreativität dabei. Im Prinzip bekämpft man 90% des Spiels nur Ninja-Roboter in verschiedenen Farben. Und die Story, muss ich sagen, die fand ich nicht ganz nachvollziehbar, die wurde nicht ganz gut erzählt. Der Soundtrack ist aber super, der wechselt sich ab mit so Pixelmusik, aber auch richtigen Songs mit echten Sängern. Mit Fire Emblem Warriors Three Hopes hat auch die Fire Emblem-Reihe einen neuen Musou-Ableger bekommen. Das bedeutet, man schlägt sich mit seinem Charakter durch gefühlt unendliche Massen von Gegnern durch. Falls ihr Pirate Warriors von One Piece kennt oder Hyrule Warriors, diese Spiele sind alle vom gleichen Entwickler und funktionieren auch im Kern gleich. Auch ein Fire Emblem Warriors gab es schon, nur wird jetzt die Geschichte von Three Houses verarbeitet. Wobei auch nicht ganz, denn der Protagonist aus Three Houses ist hier jetzt der Gegenspieler, gegen den man antreten muss. Wir selbst sind ein völlig neuer Charakter. Spielt also alles in so einer Art Paralleluniversum. Die Geschichte an sich kann auch an einigen Stellen abweichen. Direkt zu Beginn kann man ja zum Beispiel zwischen den drei Häusern wählen. Einige aus Fire Emblem bekannte Elemente wurden mit eingefügt. Zum Beispiel könnt ihr eure Charaktere in bestimmte Klassen ausbilden, ihnen bestimmte Gegenstände und Waffen zur Hand geben, auch mit ihnen Beziehungen aufbauen. Selbst auf den taktischen Part von Fire Emblem muss man nicht ganz verzichten. Ihr habt hier die Möglichkeit, auf dem Schlachtfeld eure Kameraden bestimmten Gegnertypen zuzuordnen und die kämpfen zu lassen. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Neuerung. So von den Charakteren her, muss ich sagen, haben sie mir ein bisschen wenig Abwechslung vom Gameplay her geboten. Ob ich jetzt mit einem Schwert oder mit einer Axt angreife, ja, sah für mich alles irgendwie gleich aus. Da fand ich so ein Pirate Warriors oder Hyrule Warriors dann doch abwechslungsreicher von den Charakteren. Auch das Gameplay an sich kann ziemlich schnell langweilig werden. Das ist halt ein Spiel, da muss man Bock drauf haben. Einfach Hirn aus, ein bisschen daddeln, dann macht's Spaß. Was ich dieses Jahr sehr viel gespielt habe, ist das neue Monster Hunter Rise DLC Sunbreak. Ist ja auch kein Wunder, Monster Hunter Rise war mein Spiel des Jahres 2021. Und wer Monster Hunter noch nicht kennt, naja, was man tut, steht im Titel. Man jagt die ganze Zeit Monster und mit jeder neuen Quest werden die Monster größer, stärker, gefährlicher. Ich liebe es. Das DLC bringt uns in eine neue Hubwelt, wo wir vorher in so einem japanischen Dörfchen waren, befinden wir uns jetzt in Elgardo, so einer europäischen, mittelalterlichen Hafenstadt. Dazu kommen auch neue, cool designte NPCs, die man auch als Begleiter mit zu bestimmten Quests mitnehmen kann. Dazu kommen auch neue Gebiete und natürlich neue Monster, die sich alle gut in das neue Setting einfügen und natürlich neue Waffen und Jagdfähigkeiten. Als Kritikpunkt könnte man hiermit aufnehmen, dass man das DLC nur starten kann, wenn man die letzte Quest der Hauptstory beendet hat. Ist dann wohl eher was für die Hardcore-Fans. Das DLC ist natürlich auch sehr schwer, also man muss öfter mal ein bisschen Materialien farmen, um sich bessere Ausrüstung zu craften. Das gehört aber einfach dazu. Und der Startpreis von 40€ ist natürlich auch etwas knackig, aber ich finde, das, was man an Spielzeit bekommt, lohnt sich auch. Also ich, der seit Monster Hunter Try auf der Wii mit dabei ist und jedes Spiel der Hauptreihe auch gezockt hat, bin sehr glücklich mit dem DLC. Es kam nach dem Release auch immer weitere Updates, die das Spiel um Monster und Gebiete erweitert hat und ja, das hat dann immer gut an die Jagd wieder zurückgeholt. Am gleichen Tag kam auch ein weiteres DLC raus, und zwar von Cuphead, The Delicious Last Course. Hier bekamen wir eine vierte Insel und ein paar neue Bosse dazu, die auch alle sehr knackig schwer sind. Und auch eine neue spielbare Charakterin, und zwar Miss Chalice, oder Fräulein Kelch im Deutschen. Sie bringt ein paar richtig gute Fähigkeiten mit und macht das Spiel auch ein bisschen angenehmer zu spielen. Trotz all dem ist das DLC knackig schwer und nichts für Anfänger. Eye the Somnium Files, Nirvana Initiative, ist die Fortsetzung, ja, zu Eye the Somnium Files. Und wie auch im Vorgänger müssen wir hier wieder einen Serienkiller finden, der seine Opfer auf, ja, ganz makabere und besondere Weise umbringt. Zur Handlung selbst werde ich euch sonst nichts weiter erzählen. Falls euch das interessiert, könnt ihr es ja ruhig selbst spielen. Es warten auf jeden Fall einige interessante Twists auf euch. Das Spiel wurde geschrieben von Kotaro Oshikoshi, der auch die Nonary Games Spiele geschrieben hat. Und wie auch in diesen wird hier viel gelesen. Text gibt's auch nur auf Englisch.
Die Dialoge sind aber schön in Japanisch oder Englisch vertont. Und keine Sorge, das Spiel ist jetzt nicht ganz so düster, wie es vielleicht aussieht. Es gibt eigentlich kein Blut und viele lustige Momente gibt es auch. Ja, so klassischer japanischer Humor ist dabei. Ich würde euch raten, Eide Somnium Files vorher zu spielen, also den Vorgänger. Dann seid ihr mit der Welt und den Charakteren einfach besser vertraut. Die Handlung ist zwar eigenständig, aber trotzdem könntet ihr leicht vom ersten Teil gespoilt werden. Spielerisch tretet ihr hier immer mal wieder in die Traumwelten von Zeugen ein, sammelt so Hinweise. Ihr könnt aber auch Tatorte untersuchen und müsst im Verlauf des Spiels immer viele Rätsel lösen. Der Vorgänger wird meiner Meinung nach zwar nicht ganz übertroffen, trotzdem ist Nirvana Initiative ein sehr gutes Spiel und Fans der Reihe, ja, oder generell Krimi-Fans sollten sich das Spiel auf jeden Fall anschauen. Mit Klonoa Fantasy Reverie Series haben die ersten beiden Klonoa-Spiele von der PlayStation ein Remaster erhalten. Da ich damals keine PlayStation 1 oder 2 hatte, ja, sind die Spiele an mir vorbeigegangen. Es gab wohl ein Remake vom ersten Teil auf der Wii, aber das habe ich irgendwie auch verpasst. Aber eigentlich bin ich immer dabei, wenn es darum geht, irgendwie bunte Plattformer zu spielen. Hat mich auf jeden Fall angesprochen und ich habe beide Teile durchgespielt. Und die Spiele sind so eine Art 2,5D-Plattformer. Das heißt, es geht nicht nach links und rechts nur, sondern man kann auch in die Tiefe, ja, Gegner ansaugen. Klonoa hat so einen Windring, damit kann er dann Gegner ja auch dann wieder wegschießen oder deren Fähigkeiten benutzen. Das Ganze hat mich irgendwie stark an Kirby 64 erinnert. Bei der Steuerung hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, es ist hier ein bisschen schwammig. Kann aber auch an mir liegen. Jedenfalls haben einige Eingaben immer nicht ganz so hundertprozentig funktioniert und bei den Sprungpassagen bin ich öfter mal daneben gehüpft. Die beiden Spiele gehen auch nicht so lang, was ich ein bisschen schade finde, weil die Collection echt teuer war. Und wenn man sich andere Remaster anschaut, wie Spyro oder Crash Bandicoot, die sind technisch auch ein bisschen hochwertiger, habe ich das Gefühl. Hier ist die Grafik eher so ein bisschen reduzierter, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Falls ihr schon mal in einem Escape Room wart und euch das Laune gemacht hat, dann ist bestimmt auch Escape Academy was für euch. Das Spielprinzip ist relativ einfach und schnell erklärt. Ihr müsst innerhalb eines Zeitlimits bestimmte Escape Rooms lösen. Es geht hier weniger um Geschicklichkeit, sondern mehr darum, wie gut ihr Sachen kombinieren könnt, wie gut eure Auffassungsgabe ist. Das mit dem Zeitdruck war nicht so meins. Meist werdet ihr in irgendwelche brenzligen Situationen geworfen und dann unter Druck irgendwelche Kopfnüsse zu knacken. Naja, mir liegt es nicht so unbedingt, aber wir sind ganz gut durchgekommen. Ich habe zusammen mit meinem Bruder im Koop-Modus gespielt. Kann ich euch auch nur empfehlen, denn das macht das Spiel ein bisschen einfacher. Sollte man komplett auf dem Schlauch stehen und gar nicht auf die Lösung kommen, kann man sich auch immer mal Hinweise holen. Da ihr aber hier auf der Escape Academy seid, wird das am Ende eure Note beeinflussen. Für den generellen Spielspaß ist das aber egal. Da Escape Rooms im richtigen Leben ja relativ teuer sind und es manchmal schwierig ist, genug Leute zusammenzubekommen, finde ich, ist das hier eine nette kleine Alternative. Probiert es ruhig mal aus, wenn euch sowas interessiert. Seit der Ankündigung habe ich mich schon sehr auf Stray gefreut. Das ist ja das Spiel mit der Katze, in dem man in so einer, ja, Cyberpunk-artigen Roboterwelt unterwegs ist. Alles wirkt ja ein bisschen dunkel, ein bisschen dreckiger, aber wird durch hübsche Neonlichter erhellt. Ziel des Spiels ist es, aus dieser dunklen Untergrundstadt wieder an die Oberfläche zu gelangen. Dabei hat man einen kleinen Roboterfreund zur Hilfe, denn als Katze allein ist man ja in seiner Handlung etwas eingeschränkt. Und natürlich ist die Katze der Superstar des Spiels. Es gefällt mir sehr gut, wie sie die Katze hier umgesetzt haben, ihre Bewegungen und wie sie mit der Welt interagieren kann. Ich würde das Genre eher so in die Richtung Adventure, Knobelspiel einordnen. Die Geschichte ist eigentlich auch ganz interessant und dauert jetzt aber auch nicht so lange. Ich schätze mal, so in 5 Stunden solltet ihr durch sein. Man kann sich die Spielzeit aber noch ein bisschen verlängern, indem man Nebenquests erfüllt und sich ein bisschen die Gegend anschaut. Wobei ich mich beim Erkunden der etwas großläufigeren Areale ein bisschen verloren gefühlt habe, aber vielleicht wollten die Entwickler das mit diesem Titel genauso bezwecken. Nach fast 30 Jahren haben wir im Westen endlich dieses Spiel hier bekommen. Live Alive kam 1994 nur in Japan raus für den Super Nintendo und hat es jetzt als Remake endlich auf die Switch geschafft. Der charmante 16-Bit-Pixel-Stil von damals wurde originalgetreu beibehalten mit dieser HD-2D-Grafik. Ihr seht ja, wie es im Trailer aussieht. Octopath Traveler und Triangle Strategy haben ja ungefähr das gleiche gemacht. Das Spiel besteht aus 8 verschiedenen Geschichten, aus verschiedenen Epochen. Die sind jederzeit frei wählbar und jederzeit abbrechbar. Man kann immer wieder eine neue auswählen. Die Geschichten sind so 1 bis 3 Stunden lang und bieten Abwechslung im Gameplay und auch im Kampfsystem.
Das Kampfsystem an sich ist auch ein bisschen was Besonderes, ist so eine Mischung aus Taktik und Rundenstrategie. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich fand es eigentlich ganz frisch und hat ein bisschen Abwechslung geboten zu dem, was man schon kennt. Hervorheben möchte ich hier noch die Synchro, die ist in Englisch und ist sehr, sehr gut, finde ich. Einige Charaktere sind echt gut getroffen, eine deutsche gibt es leider nicht. Und den Soundtrack, der ist auch richtig toll, heute wie damals, kann man sich ihn auf jeden Fall anhören. Was mir nicht so gefallen hat, und jetzt keine Angst, ich spoil nicht zu viel, gegen Ende des Spiels wird das Spiel sehr grindlastig, man muss viel leveln und wirkt ein bisschen gestreckt. Klassisch Rollenspiel halt. Von As Dusk Falls war ich tatsächlich sehr überrascht. Ich hatte am Anfang, als ich den Trailer gesehen habe, nicht ganz so hohe Erwartungen. Die Präsentation hat mir auch nicht so gut gefallen mit diesen stockenden Bildern. Das sah alles ein bisschen befremdlich aus. Als ich es dann aber gespielt habe, war ich dann doch sehr schnell gefesselt. Und auch an den Stil habe ich mich dann sehr schnell gewöhnt. Aber was ist das Spiel genau? Es ist ein interaktiver Film. Man kann ähnlich wie bei Telltale oder Dark Pictures Spielen die Handlung beeinflussen. Was hier aber so ein bisschen entfällt, ist die freie Erkundung der Umgebung. Man hat hier eher Standbilder, wo man manchmal ein bisschen drin rumklicken kann. Aus zwei Familien, die nichts miteinander zu tun haben, spielt man jeweils einen Charakter. Beide treffen dann, ja, aus irgendwelchen Zufällen aufeinander. Ich kann ja kurz einführen, die eine Familie möchte umziehen, ist aber bei einem Motel gestrandet und die andere hat gerade einen Raubüberfall begangen und möchte sich in dem Motel verstecken. Gameplay-mäßig müsst ihr dann teilweise Quicktime-Events lösen oder euch zwischen zwei Dialogoptionen entscheiden. Die haben aber echte Tragweite und haben mich teilweise echt überrascht. Es gibt nicht wirklich immer die eindeutig richtige Entscheidung. Gerade die erste Hälfte des Spiels hat mich richtig mitgerissen. Am Ende flaut es ein bisschen ab, aber trotzdem ist es im Allgemeinen ein sehr gutes Spiel, finde ich. Und da auch kleine Entscheidungen viel beeinflussen und das auf verschiedene Enden gibt, ist der Wiederspielwert tatsächlich sehr hoch. Also falls ihr auf Crime Stories steht und dem Stil nicht ganz abgeneigt seid, kann ich euch As Dusk Falls nur empfehlen. Endling Extinction is Forever ist ein Survival-Spiel, wo wir eine Fuchsmutter spielen. Wir kämpfen nicht nur um unser Überleben, sondern auch um das unseres Nachwuchses. Wir gehen also auf die Jagd und klettern auf Bäume, pflücken Beeren, müssen sogar Müll wühlen und tun alles, damit unser Nachwuchs was zu essen hat. Während die Menschen immer weiter in die Natur vordringen, den Wald abroden, Flüsse verschmutzen und uns den Lebensraum nehmen und irgendwann sogar die Jagd auf uns eröffnen. Ich sage euch gleich, das Spiel ist nicht unbedingt ein Feel-Good-Game, das zeigt einem ziemlich direkt auf, wie die Menschheit gerade mit der Umwelt umgeht und den Planeten nach und nach zerstört. Und das zeigt auch auf, welche Folgen es hat, nicht nur für Umwelt und Tier, sondern auch für die Menschheit an sich. Interessant dabei ist auch, dass kein Wort gesprochen wird, es wird halt alles aus der Perspektive des Tieres erlebt. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, was mich ziemlich nachdenklich zurückgelassen hat. Multiversus ist so ein neuer Brawler, der versucht hat, Super Smash Bros. Ein bisschen Konkurrenz zu machen. Statt die beliebten Nintendo-Charaktere haben wir hier Charaktere aus dem Warner Bros. Universum, also Scooby-Doo, Bugs Bunny und sogar Batman. Die Mischung der Charaktere ist auf jeden Fall ziemlich bunt, ich hatte auch viele nicht auf dem Schirm. Viel habe ich jetzt nicht gezockt, aber ich kann es so ein bisschen mit Super Smash Bros. Vergleichen. Ich hatte immer das Gefühl, es spielt sich hier ein bisschen schneller. Und es ist ein bisschen übersichtlicher. In Smash Bros. Sind die Level ja teilweise so groß und ständig passiert was. Irgendwelche Monster kommen rein und im Hintergrund bewegt sich alles. Das ist hier alles ein bisschen solider gehalten. Es gibt auch keine 5000 Items, von denen man nicht weiß, wie sie funktionieren. Also alles mehr basic. Multiversus ist zwar free to play, das Problem ist aber nur, dass ihr am Anfang nicht so viele Kämpfer habt. Bei Smash Bros. Habt ihr zwar auch nicht am Anfang alles, aber ihr habt zumindest eine Grundanzahl an Kämpfern, die ihr benutzen könnt. Hier habt ihr, glaube ich, nur so 3 oder so. Den Rest müsst ihr frei spielen oder frei kaufen. Mir hätte es besser gefallen, wenn man nur für Skins bezahlen müsste und ja, eine Grundanzahl an Kämpfern zumindest hat. Ja, und die Charaktere leveln, je öfter ihr sie einsetzt. Das mag ich jetzt auch nicht so unbedingt. Das sorgt einfach für Balancing-Probleme, wenn jemand die ganze Zeit schon einen Charakter gespielt hat. So, an sich die Idee ist super cool. Ich finde auch, Smash Bros. Braucht unbedingt Konkurrenz. Ich glaube, das Spiel hat auch keinen lokalen Multiplayer, weswegen das für ein Partyspiel eher nachteilig ist. Stand jetzt kriegt das Spiel auf jeden Fall immer noch mal Updates und bin gespannt, wie sich das so entwickeln wird. Digimon Survive hat ja dieses Jahr bei den Fans so ein bisschen für Unruhen gesorgt. Es ist nicht wie die anderen Ableger von Digimon ein rundenbasiertes JRPG, sondern mehr eine Horror-Visual-Novel mit Strategieelementen. Ich persönlich habe mich jetzt daran nicht gestört, ich kenne die anderen Digimon-Spiele gar nicht und das war jetzt mein erster Ausflug in die Spielewelt von Digimon. Die Serie habe ich damals auf RTL 2 gerne geschaut, dementsprechend kenne ich die Welt von Digimon ein bisschen. Das Konzept finde ich sehr interessant, das hat auch eigentlich gut gepasst, so diese Grusel-Thematik und die Digimon zusammenzubringen. Einige
einige von den Digimon sehen ja echt düster aus und ich kann mich auch erinnern, dass die Serie teilweise echt düster war. Das Spielprinzip ist an sich nicht so super besonders, man klickt sich meistens durch Texte und untersucht die Umgebung. Die Charaktermodelle fand ich auch sehr schön. Die Story ist düster, verändert sich aber auch je nachdem, wie ihr in der Geschichte antwortet und wie ihr mit den Charakteren interagiert. Passt man nicht gut genug auf, kann es sogar passieren, dass einige Charaktere sterben, was echt heavy ist. Ich persönlich hatte nicht so ein gutes Ende, aber vielleicht spiele ich es nochmal durch. Die taktischen Parts sind in Ordnung, nicht ganz so komplex vielleicht wie Fire Emblem, aber sie haben ein bisschen versucht, was Eigenes mit reinzubringen, mit verschiedenen Elementtypen und Angriffstypen. Man kann seine Monster auch digitieren lassen, neue rekrutieren, das funktioniert so ein bisschen Persona-mäßig, indem man Fragen beantwortet. Die sind aber ein bisschen random und haben auch keine hundertprozentige Erfolgschance. Ich persönlich fand den Ausflug in diese Digimon-Welt sehr interessant, auch wenn ich mich frage, wer sonst noch die Klientel für solche Spiele ist. Aber gut. Ich gebe zu, zum Aufnahmezeitpunkt jetzt bin ich mit Xenoblade Chronicles 3 noch nicht durch. Das Spiel ist einfach zu groß, hat zu viel Umfang, ist auch ein bisschen komplex, da habe ich es noch nicht geschafft, das richtig durchzuzocken. Ich bin aber jetzt ungefähr bei der Hälfte. Mein Eindruck bis jetzt, die Charaktere sind mega gut geschrieben, mir gefallen sie richtig gut, die Geschichte ist sehr cool, habe ich so auch noch nie erlebt, sehr spannend. Denn die Charaktere in dieser Geschichte leben nur 10 Jahre und müssen dann ihr Leben, ihre Lebenszeit wieder zurückgeben an die Königin. Dann gibt es natürlich noch ein paar Twists so zwischendurch, aber gefällt mir schon mal sehr gut. Ich bin gespannt, wie es zu Ende geht. Wir spielen hier 6 Charaktere, die alle so unterschiedlich sind, aber auch gut miteinander funktionieren, gut harmonieren. Die Dialoge zwischen den Charakteren gefallen mir sehr gut. Die Open World und die Grafik, die Effekte an sich, das sieht alles mega gut aus in dem Spiel. Also, dass sie es sowas hinbekommt, Respekt. Mein einziges Problem ist das Kampfsystem. Das ist so Active Time Battle mäßig, das mag ich schon mal so persönlich gar nicht. Es ist auch ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man, glaube ich, noch gar keinen Xenoblade gespielt hat und es wird auch nicht einfacher. Also es wird im Laufe des Spiels immer komplizierter, wird immer ausgedehnter. Es passiert so viel, es kommt so viel dazu. Da muss man ein bisschen Bock drauf haben. Einsteigerfreundlich ist es auf jeden Fall nicht. Aber es ist irgendwie cool und ich werde es weiter zocken. Bin gespannt. Habt ihr euch nicht schon immer gewünscht, mit ein paar Serienkillern gefangen auf einer tropischen Insel einen romantischen Datingurlaub zu erleben? Nein? Okay, aber falls doch, dann ist doch bestimmt Hooked on You was für euch. Das ist eine Dating-Simulation basierend auf dem Spiel Dead by Daylight, was ja dieses Multiplayer-Horror-Spiel ist. Wir haben hier die Auswahl zwischen 4 beliebten Killern aus dem Spiel, ja, die wortwörtlich um unser Herz kämpfen. Ich meine, ich kenne mich mit Dating-Simulations jetzt nicht so gut aus, aber Hooked on You war eigentlich ganz witzig. Wie in wahrscheinlich vielen anderen Dating-Simulations auch, muss man hier viel lesen. Es gibt auch so ein paar Minispiele, die sind aber nicht der Rede wert. Die Texte sind auch gut geschrieben, gibt's auch in Deutsch übrigens. Und obwohl das Spiel auf den ersten Blick nach kompletten Quatsch aussieht, kriegt man doch einen ganz guten Einblick hinter die Motive der Killer und man kann auch mal einen Blick hinter die Killermaske werfen, wenn ihr versteht, was ich meine. Mit Cult of the Lamb haben wir das Kultspiel des Jahres bekommen, weil wir hier unseren eigenen Kult aufbauen müssen. Als kleines Schäfchen werden wir am Anfang des Spiels geopfert und werden von einem Gott wiedererweckt, um böse Rache zu nehmen. Dabei kämpfen wir uns in Dungeon-Crawler-Manier durch prozedural generierte Dungeons und sammeln dabei Anhänger für unseren Kult auf. Neben dem ganzen Geschnetzel kümmern wir uns dann auch um unsere Anhänger und unsere Basis, die wir aufbauen. Ab und zu müssen wir noch eine düstere Predigt halten und ab und zu einen Anhänger unserem düsteren Gott opfern. Das Spiel bietet schön viel Abwechslung und schickt einen fast in so eine Suchtspirale. Ich konnte schon fast gar nicht den Controller aus der Hand legen, weil immer irgendwie was zu tun war. Die Dungeons waren zwar schwer, aber nie wirklich unfair und ich war immer motiviert, den nächsten Run zu starten, wenn ich es mal nicht geschafft habe. Das Spiel ist gerade mit seinen Bewohnern, die überall hinkacken und dem Gravity Falls-mäßigen Comic-Stil zu Recht das Kultspiel des Jahres. Shin-Chan, meine Sommerferien mit dem Professor, die endlose 7-Tage-Reise. Was für ein Titel. Und dieser sagt euch auch eigentlich alles, was ihr über das Spiel wissen müsst. Shin-Chan macht mit seiner Familie Urlaub und dabei passieren einige skurrile Dinge. Ich möchte nicht zu viel verraten, denn die Geschichte hat mir sehr gut gefallen und wenn ihr möchtet, könnt ihr sie ja auch selbst erleben. Wer schon immer Sommerferien in so einem japanischen Vorort machen möchte, für den ist das Spiel hier genau richtig. Das Spiel sieht an so vielen Stellen so unglaublich toll aus. Richtig schön gemalte Hintergründe. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Animal Crossing, ist sehr detailverliebt. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die deutsche Übersetzung.
Zwar hat das Spiel nur eine japanische Sprachausgabe, die auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber die deutschen Texte sind wirklich gut geschrieben. Ich selbst bin jetzt nicht der größte Shin-Chan-Fan, aber auch ich habe als Kind ein paar Folgen davon gesehen und konnte in den Texten den Spirit des Animes wiedererkennen. Auch wenn es hier ein bisschen harmloser ist und nicht so derb wie damals. Wo ich wirklich Probleme hatte in dem Spiel, ist die Orientierung. Es gibt zwar eine Karte, die habe ich aber erst viel später bemerkt, und trotz all dem hilft sie nicht wirklich, dadurch, dass dieses Spiel mit diesen Orten immer hin und her wechselt, mit diesen Bildern, habe ich mich auch nach vielen Spielstunden immer noch verlaufen. Wer Lust hat auf so ein kurzes, entschleunigendes Spiel und ein bisschen was zum Chillen sucht, den kann ich dieses Spiel nur empfehlen. Dieses süße Spiel hier ist Kirby's Dream Buffet und ist ein reines Multiplayer-Spiel. Ihr könnt es zu zweit lokal gegen zwei Computer spielen oder zu viert im Online-Multiplayer-Modus. Ziel des Spiels ist es, als Kirby sowohl im Rennen als auch im Multiplayer-Battle-Modus so viele Erdbeeren wie möglich zu naschen. Spiele, in denen Kirby als Ball durch die Gegend rollt, gibt es ja schon häufiger. Sowas wie Kirby's Dream Course fällt mir da ein oder Kirby's Pinball Land auf dem Gameboy. Die Level gefallen mir eigentlich ganz gut, die sind schön abwechslungsreich und ja, drehen sich eigentlich immer nur ums Essen, sehen schön appetitlich aus. Und wenn man ein Grand Prix startet, dauert es nicht lang. Alle vier Spiele dauern vielleicht nicht länger als 5 Minuten. So für zwischendurch ist das Spiel ganz niedlich, nur fehlt mir hier die Langzeitmotivation. Man kann zwar zwischendurch neue Level freischalten und auch Kostüme, Farben und Musikstücke, aber so richtig vom Hocker gehauen hat mich das jetzt auch nicht. Und für so einen Partyabend taugt es auch nicht wirklich, da man lokal nur zu zweit spielen kann. Auf RPG Time, The Legend of Wright bin ich aufmerksam geworden, weil es ja diesen total besonderen Zeichenstil hat. Die Geschichte um den namensgebenden Held spielt in einem Notizbuch und der Junge, dem das Notizbuch gehört, führt uns durch die Geschichte. Ich würde gleich zu Beginn einfach mal einen Kritikpunkt anbringen, und zwar dieser Junge redet sehr viel und es gibt keine Sprachausgabe. Das heißt, man muss sich durch viele Sprechblasen klicken, die auch alle auf Englisch sind. Es gibt super viele Charaktere in dem Spiel und sehr viele Gameplay-Wechsel und dieser Junge erklärt und erzählt alles. Das unterbricht leider sehr oft den Gameflow und ist sehr schade, weil das Spiel eigentlich ganz gut ist. Ich habe ja schon gesagt, es gibt sehr viel Gameplay-Wechsel und das ist echt motivierend, da weiterzuspielen. Alles findet irgendwie auf diesem Schreibtisch dieses Jungs statt und erinnert auch so ein bisschen an die Paper Mario-Spiele, aber eher an die neueren, wo auch so Alltagsobjekte mit eingebunden werden. Das Spiel ist auch super kreativ an allen Ecken. Überall kann man irgendwas finden und es macht einfach Spaß, einfach auf sich die Bilder anzuschauen. Und ein richtiges RPG ist dieses Spiel auch nicht. Vielleicht eher so Adventure- oder Logikspiel, da man levelt eigentlich nur auf, indem man in der Geschichte voranschreitet und ein Kapitel abschließt. Thymesia ist ein Bloodborne Souls-like Game, also wie wir es kennen, wenn wir sterben, können wir wieder zu unserem Todespunkt zurückgehen, unsere Erfahrungspunkte zurücksammeln. Genre-typisch ist der Schwierigkeitsgrad relativ hoch gehalten. Es spielt sich aber wesentlich schneller als Bloodborne oder Dark Souls. Ich finde die Spielmechanik auch sehr interessant, dass ihr den Gegnern erst so eine Art Rüstung runterschlagen müsst und dann könnt ihr erst den Lebensbalken auf Null bringen. Und wenn man nicht schnell genug ist, können die Gegner den Rüstungsbalken wieder aufladen. Man hat verschiedene Angriffsstile, je nachdem welchen Balken man runterkloppen will. Man kann ausweichen, man kann parieren. Es gibt sogar eine Art Wurfstern, den man schmeißen kann. Jeder Gegner hat einen bestimmten Angriffstyp, den kann man sich so eigen machen und den stehlen. Klingt alles am Anfang ein bisschen kompliziert, ist aber ziemlich cool und hat viel Spaß gemacht, war auf jeden Fall schneller als Bloodborne und Dark Souls. Leider fand ich die Level hier nicht ganz so schön. Man hat hier eigentlich nur 3 verschiedene. Die sind sehr düster und dreckig gestaltet. Es spielt zur Zeit der Pest. Oft hatte ich auch Orientierungsprobleme, weil einfach alles irgendwie gleich aussah. Was ich aber cool fand, wenn man Level abgeschlossen hat, kann man noch Nebenquests machen, die Handlung ein bisschen voranbringen. Man muss sie aber nicht unbedingt machen. Es gibt aber auch verschiedene Enden und wenn man das Gute haben möchte, dann muss man sie leider schaffen. Was ich ganz cool fand, ist, dass jeder Boss seine eigene Strategie verlangt und man seine Talente jederzeit umskillen kann und entsprechend anpassen kann. Beim Levelaufstieg kann man auch nur auf 3 verschiedene Attribute skillen und das macht die Auswahl nicht ganz so schwer. Man kann sich also nicht zu krass verskillen. Man kann aber auch an bestimmten Punkten seine Werte zurücksetzen. Also wer sich an Souls-Likes noch nicht satt gesehen hat, der kann auf jeden Fall hier reinschauen. Ihr kriegt ein technisch wirklich hochwertiges Spiel, was auch sehr knackig ist und euch auch nicht zu viel Zeit abverlangt. Auf dem Papier klingen Disney Dreamlight Valley wie für mich gemacht. Stellt euch vor, ein Animal Crossing nur mit Disney-Charakteren. Und tatsächlich haben beide Spiele viele Parallelen. So könnt ihr zum Beispiel angeln, Steine zerkloppen, Blumen pflücken, Sachen anpflanzen. Dabei habt ihr verschiedene Werkzeuge zur Hilfe, die zum Glück nicht wie in Animal Crossing zerbrechen können. Ihr könnt euren Charakter personalisieren und einkleiden,
Habt ein eigenes Haus, was ihr vergrößern und möblieren könnt. Statt aber für einen geldgierigen Waschbären zu arbeiten, müsst ihr hier für Dagobert Duck schuften gehen. Ich weiß nicht, ob das viel besser ist. Ihr habt ja auch ein Quest-System, ähnlich wie die Nukeballen bei Animal Crossing. Sie sollen euch motivieren, verschiedenste Aufgaben zu erfüllen. Damit kriegt ihr Punkte und mit den Punkten könnt ihr dann neue Gebiete freischalten. In diesen Gebieten findet ihr dann neue Charaktere, die zur jeweiligen Disney-Welt passen und ja, könnt dann für diese weitere Aufgaben erledigen. Die Aufgaben an sich sind jetzt auch nicht so besonders. Meistens müsst ihr dann irgendwelche Gegenstände sammeln oder irgendwas zusammenbauen. Klassische Fetch-Quest hatte ich das Gefühl. Was mir halt gar nicht gefallen hat, ist, dass ihr eure Tätigkeiten ständig unterbrechen müsst und zurück ins Haus müsst, da ihr so einen Ausdauerbalken habt. Der ist am Anfang des Spiels sehr klein und steigert sich im Laufe des Spiels zwar nur minimal. Ja, aber ich habe es nicht verstanden, warum man diesen eingeführt hat. Die Dialoge mit den Charakteren und auch die Story fand ich jetzt auch nicht unbedingt interessant. Ich weiß nicht mal, ob das Spiel an sich eine Geschichte hat, die man irgendwie beenden kann, obwohl ich einige Stunden reingesteckt habe in das Spiel. So an sich hat das Spiel aber einen großen Umfang. Es gibt viele Charaktere aus allen möglichen Disney-Universen. Man muss sich nur die Zeit nehmen, diese dann auch freizuspielen. Es kommen auch einige per Updates später dazu. Das war ja bei Animal Crossing jetzt auch nicht anders, dass noch ein bisschen Content dazu kam. Naja, ist vielleicht eine persönliche Sache. Mir hat jetzt der Grafikstil und die Präsentation des Spiels nicht so gut gefallen. Hinzu kommt, dass das Spiel auch Echtgeldtransaktionen anbietet. Und für ein Spiel, was sich eher so an Kinder richtet, hinterlässt es bei mir immer so einen faden Beigeschmack. Wenn das Spiel gratis wäre, okay. Aber es ist ja auch kein Muss und bietet einem auch nicht wirklich Vorteile. Pac-Man World Repack ist ein Remake von, ja, Pac-Man World von der PlayStation 1. Ich habe es nie gespielt, aber ich fand es cool, den Teil hier mal nachzuholen. Pac-Man ist ja ein Urgestein der Videospielgeschichte. Und ich fand das Spiel gar nicht mal so schlecht. Es war halt ein klassisches Jump'n'Run, so ein bisschen Side-Scrolling. Die verschiedenen Themen der Welten haben mir gut gefallen. Die Musik war auch sehr gut. Gut, die Story war ein bisschen dünn, aber dafür sahen die Bosse echt cool aus und haben Spaß gemacht. Manche Plattformer-Passagen waren ein bisschen frustrierend. Ja, das ist so ein bisschen dieses Kameraproblem der Zeit geschuldet. Ein bisschen doof fand ich auch, dass man in den Leveln viel zurückgehen musste, um wirklich 100% zu erreichen. Dafür gab es zwischendurch immer mal wieder so Gameplay-Auflockerungen, zum Beispiel in Racing oder diese klassischen Pac-Man-Labyrinthe gab es auch. Also alles in allem echt cooles Remake. Also jetzt vielleicht nicht so krass hochwertig wie von Spyro oder Crash Bandicoot, aber ich fand's cool und freue mich, wenn mal ein paar andere PlayStation 1-Spiele irgendwie auch noch kommen, die mir noch fehlen. Tinykin ist ein super niedliches Spiel. Es ist so eine Mischung aus Pikmin, Paper Mario, Banjo-Kazooie und dem alten Toy Story 2 Spiel, falls das jemand kennt. Als kleines Männchen seid ihr mit eurem Raumschiff losgeflogen und wolltet den Ursprung der Menschheit ergründen und seid dann plötzlich in einem riesigen Haus gelandet und ja, fragt euch natürlich, was dann los ist und erkundet so ein bisschen die Gegend. Die einzigen Bewohner dieses Hauses sind Insekten und die sogenannten Tinykin. Die sind so ein bisschen wie die Pikmin, die haben verschiedene Fähigkeiten, ihr könnt sie gegen Gegenstände werfen oder Sachen zum Explodieren bringen. Die großen Räume, in denen ihr unterwegs seid, laden zum Erkunden ein und sind total kreativ gestaltet. Es gibt auch super viel Sammelkram, sei es jetzt die Tinykin, die eben erwähnten, oder irgendwelche Pollen, die ihr einsammeln könnt. An jeder Ecke möchte irgendwer mit euch reden oder gibt es irgendwas einzusammeln. Es float aber auch, es hat nicht irgendwie welche Frustmomente, ihr müsst nicht kämpfen. Die Rätsel sind auch nicht sonderlich schwer. Das Einzige, was ein bisschen frusten könnte, wären diese Sprungpassagen, aber sind jetzt auch nicht allzu schwer. Die Geschichte war im Verlauf des Spiels eigentlich immer nebensächlich, hat kaum eine Rolle gespielt, aber nimmt gegen Ende dann doch gut Fahrt auf und hat einen interessanten Twist. Also falls euch der Stil gefällt und ihr euch einfach mal in einem Spiel fallen lassen möchtet, dann kann ich euch Tinykin sehr empfehlen, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Jackmove ist ein interessantes kleines RPG, so in die Richtung klassischer JRPGs gemacht. Es spielt in einer dystopischen Zukunft, Cyberpunk-mäßig. Wir spielen hier die Hauptcharaktere Noah, die super krass hacken kann. Dementsprechend sieht der Kampfbildschirm auch ein bisschen cybermäßig aus und die Angriffe haben alle irgendwas mit Hacken und sowas zu tun. Noah erfährt, dass ihr Vater von einem Großkonzern entführt wurde und ja, sie zieht dann los, um Antworten zu finden, um ihn zu finden. Also die Geschichte ist nett, aber war jetzt auch nichts dabei, was ich noch nie so gehört habe. Das Kampfsystem ist jetzt auch nicht so krass Besonderes. Man hat drei verschiedene Angriffstypen, die auf dem Stein-Schere-Papier-Prinzip aufeinander aufbauen. Je mehr man kämpft, desto mehr steigt die Limitleiste und wenn man sie voll ausgeführt hat, dann kann man einen Ulti-Move ausführen oder den sogenannten Jack-Move. Es ist halt ein klassisches RPG, am Anfang recht einfach, gegen Ende richtig schön knackig, ein bisschen grindlastig. Es gibt aber auch einige coole Komfortfunktionen, wie zum Beispiel, dass man Gegner instant besiegen kann oder die Encounter-Rate einstellen kann. Mit einer ungefähren Spielzeit von 7 Stunden, einer tollen Pixel-Optik und einem coolen Soundtrack im 80s-Style war es für mich ein ganz guter Deal.
Ja, der neue Teil von Nintendo Squid Game Splatoon 3 ist dieses Jahr auch erschienen. Ich habe das Spiel einige Stunden gezockt. Im Kern ist das Spielprinzip seit dem ersten Teil aber gleich geblieben. Zwei Teams bekämpfen sich auf einer Arena darum, wer sie in seiner Farbe am meisten einfärben kann. So ein bisschen das Gegenteil von Mario Sunshine. Auch wenn mir das Gameplay ein bisschen zu hektisch war, hatten wir das doch ganz schön Spaß gemacht, auch mit Freunden zusammen. Es gibt auch ein paar richtig coole Modis in dem Spiel. Gerade dieser Kartenmodus hat es mir richtig angetan, muss ich sagen. Das Spiel bietet auf jeden Fall einiges Kreatives. Sogar das Design der Waffen ist einfach nur fantastisch. Man kann sich auch individualisieren, eigene Klamotten anziehen, die sogar verschiedene Vorteile bieten im Gefecht. Vom Story-Modus war ich persönlich enttäuscht. Es war für mich einfach nur eine Aneinanderreihung von Challenges, die man lösen muss, um in der Welt weiterzukommen. Dafür waren die Bossfights ganz cool, aber der Story-Modus dient eigentlich auch nur dazu, um die Waffen und die Mechaniken ein bisschen besser kennenzulernen. Im Vorfeld war ich ja bei Splatoon ein bisschen skeptisch, aber im Nachhinein bin ich echt positiv überrascht, wie gut das Spiel dann doch geworden ist. Dieses Spiel hier beleidigt euch nett mit dem Titel You Suck at Parking. Das Spielprinzip ist super einfach erklärt. Ihr müsst mit eurem Auto einen Parkplatz finden. Ihr könnt nur Gas geben und bremsen. Wer stehen bleibt, parkt. Das Spielprinzip war ganz lustig, hat mich so ein bisschen an Funkflitzer oder Micro Machines erinnert. Die Level waren ganz cool, es gab ein paar nette Physikspielereien, auch wenn diese irgendwann sehr, sehr schwer wurden und ich mit der Story gar nicht mehr vorankam. Dafür habe ich dann viele Runden im Multiplayer gespielt, der hat super viel Spaß gemacht. Ihr seid da mit ganz vielen Autos auf der gleichen Strecke unterwegs, alle versuchen den Parkplatz zu kriegen. Wer als erstes alle findet, kriegt die meisten Punkte. Aber nach ein paar Runden wiederholen sich die Level dann auch schnell wieder und das macht es dann für Leute leichter, die das dann schon kennen. Ich hätte mir echt gerne irgendwie einen lokalen Multiplayer gewünscht. Ich sehe da echt ein gutes Partygame. Ist schön kurzweilig, leicht zu lernen. Also warum nicht? Ich hoffe, da kommt bald mal ein Update. So für ein paar Multiplayer-Runden war es aber okay. Metal Hellsinger, der brachiale Rhythmus-Shooter mit einem höllisch guten Soundtrack. Als die Namenlose kämpft ihr euch hier durch die Hölle, um eure Stimme wieder zu erlangen. Dabei ballert ihr oder schwingt euer Schwert im Takt zu richtig nicer Metal-Musik, die extra für das Spiel komponiert wurde. Wenn ihr richtig im Takt schießt und nachladet, dann erhöht sich euer Multiplikator und die Musik wird umso wuchtiger. Was vielleicht ein bisschen komisch oder stressig klingt, aber es entwickelt im Laufe des Spiels einen echt guten Flow und man kommt echt gut rein. Ihr kämpft euch hier durch 8 verschiedene Stufen der Hölle und die Story wird immer so ein bisschen zwischen den Leveln erklärt, ist jetzt aber auch nichts groß Besonderes. Der Shooter-Gameplay erinnert mich so an die neuen Doom-Spiele, auch wenn ihr jetzt hier nicht ganz so viele Waffen zur Verfügung habt. Gerade mit der Musik haben die Waffen schönes Trefferfeedback. Der Soundtrack ist auch super, vorausgesetzt man mag eben Metal-Musik. Nach über 30 Jahren kriegt Monkey Island endlich eine richtige Fortsetzung. In Return of Monkey Island kehrt Guybrush Threepwood zurück, um endlich das Geheimnis von Monkey Island zu lösen. Der Cliffhanger vom 1991 erschienenen Monkey Island 2 LeChuck's Revenge wird endlich aufgelöst und schickt Fans wieder in eine Seefahrt voller Nostalgie. Dieses Spiel ist auf jeden Fall gespickt mit Referenzen auf die alten Teile und ist meiner Meinung nach eher was für richtige Fans. Dieses Spiel hat ja im Vorfeld ein bisschen Hate abbekommen wegen dem neuen Grafikstil. Ich persönlich fand den eigentlich ganz schick und zur Monkey Island Reihe irgendwie passend. Das Remake von den ersten beiden Teilen hat ja das ähnliche Problem, dass den Fans der Grafikstil auch nicht so gefallen hat. Das Gameplay ist natürlich simples Point and Click, sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Ihr fahrt mit eurer Maus über den Bildschirm, sammelt Gegenstände ein, könnt diese kombinieren oder mit der Umgebung verknüpfen. Es gibt diesmal sogar ein Hinweisbuch im Inventar, das ihr anklicken könnt, falls ihr mal im Spiel nicht weiter wisst, was ich natürlich nie benutzt habe. Außerdem führt ihr natürlich Dialoge mit Dutzenden von Charakteren, die alle super lustig sind und auch die Dialoge sind fantastisch geschrieben und sogar vertont. Zwar wieder in Englisch, aber die Texte sind zum Glück in Deutsch und wir haben sogar den originalen Sprecher von Guybrush Threepwood aus den alten Monkey Island Spielen bekommen. Ich freue mich riesig, dass wir eine Fortsetzung bekommen haben. Hoffentlich war dies nicht der letzte Teil der Reihe. So, ich mach mal weiter mit Soulstice. Das ist nicht, wie der Name vermuten mag, ein Souls-like, sondern ein Hack'n'Slay, so wie Devil May Cry oder God of War. In feinster Button-Mash-Manier feuert man also hier die Kombos ab und zerlegt die Gegner. Ich hatte immer das Gefühl, das Kampfsystem ist recht komplex, aber so wirklich verstanden habe ich es nicht. Ich habe immer nur dieselben Kombos abgefeuert und kam damit trotzdem irgendwie durch. Ihr spielt hier das Geschwisterpaar Briar und Lute, wobei Lute hier als Geist an dem Körper ihrer Schwester Briar gebunden ist. Warum, das erfahrt ihr dann im Laufe des Spiels. Im Spiel habt ihr eigentlich nur die Kontrolle über Briar. Sie schwingt das Großschwert und kriegt im Laufe des Spiels noch neue Waffen dazu.
Mit Loot könnt ihr aber so blaue oder rote Sphären erzeugen, mit denen ihr dann bestimmten Gegnern auch Schaden zufügen könnt. Das macht die Kämpfe ein bisschen taktischer, nur habt ihr sonst keine Kontrolle über Loot und ihre Angriffe. Was seltsam ist, weil Loot einen wesentlich komplexeren Skilltree hat als Briar. Die Kämpfe sind auf jeden Fall fordernd. Manchmal hat der Lock-On nicht ganz richtig funktioniert, was mich ja gerade bei Hack and Slays immer ein bisschen nervt. Pro Kapitel kam dann immer ein neuer Gegnertyp dazu, auf die man sich dann immer neu einstellen muss. Es gab auch richtig coole Bosse, muss ich sagen. Das Spiel ist auch sehr lang und fühlt sich sehr gestreckt an. Gefühlt die ersten 20 Kapitel ist man auf dem Weg, einen riesigen Riss im Himmel zu schließen und kommt einfach nicht näher. Leider sehen auch die Umgebungen gefühlt alle gleich aus. Ich meine, das Spiel ist grafisch hübsch, aber man ist eigentlich nur in grauen Bogen unterwegs. Dann hatte ich mir noch ein paar Sprungpassagen, die echt die Hölle sind, weil man durch die fixe Kamera einfach nicht sieht, wo man hinspringt. Jetzt habe ich zwar wieder ein bisschen gemeckert, aber ich muss sagen, trotz all meiner Kritikpunkte hat das Spiel am Ende echt Spaß gemacht. Die Story hat an Fahrt aufgenommen und die Charaktere sind mir auch irgendwie ans Herz gewachsen. Am Ende gab es noch einen ganz schön fiesen Cliffhanger und ich bin mal gespannt, ob ein zweiter Teil kommen wird. Weiter geht's mit Moonscars. Das ist eine Art 2D Metroidvania Pixel Souls-like Spiel. Hier spielt ihr Irma die Graue, beziehungsweise eine Kopie von ihr. Man spielt einen aus Leben erschaffenen Menschen, also Homunculus, glaube ich, heißt das. Auch hier schnetzelt ihr euch durch dunkle Gegenden, um eurem Schöpfer entgegenzutreten. Ich mag ja solche Pixelspiele extrem gerne, spricht mich immer an und das Spiel ist auch ordentlich knackig, schön schwer. Besonders schwer ist hier im richtigen Augenblick zu parieren, um einen starken Gegenangriff zu starten. Die Gegner kündigen zwar das immer an, aber das Timing, da habe ich eine Weile gebraucht, um das perfekt hinzukriegen. Metroidvania typisch, kriegt ihr natürlich im Verlauf des Spiels neue Fähigkeiten, mit denen ihr euch dann neue Bereiche anschauen könnt. Ein bisschen Backtracking ist natürlich auch dabei. Die Welt ist jetzt aber auch nicht so groß und ihr habt von Anfang an ein Schnellreisesystem, was das alles ein bisschen vereinfacht. Das Spiel an sich hat mir gut gefallen, auch wenn es von den Umgebungen her nicht ganz so viel Abwechslung bietet. Bei so einem Pixel-Metroidvania-Spiel kann man bei mir auf jeden Fall nichts falsch machen, die zocke ich immer gerne weg. Mit Domekeeper haben wir auch wieder ein super interessantes Spiel aus Deutschland sogar bekommen. Mit eurem Raumschiff seid ihr auf einem fremden Planeten gelandet und sucht hier nach Ressourcen. Ihr baut euren Dom auf, grabt euch in die Erde, sucht nach Materialien, müsst ab und zu schnell wieder nach oben, um euren Dom gegen unbekannte Alienrassen zu verteidigen. Habt ihr genug Materialien gefunden, könnt ihr euren Dom upgraden. Und so geht das ganze Spiel von vorne los. Der Gameplay-Loop hat auf jeden Fall super süchtig gemacht. Das unter die Erde graben hat mich so ein bisschen an SteamWorld Dig erinnert. Manchmal findet ihr beim Graben auch so seltene Alien-Artefakte, die euren Dom noch stärker machen oder euch bei der Suche helfen. Ihr seid nämlich auf der Suche nach so einem seltenen Artefakt. Nach jedem abgeschlossenen Spieldurchlauf könnt ihr noch mehr Sachen freischalten, neue Waffen zum Beispiel. Ich habe es auf jeden Fall ein paar Mal durchgespielt, leider mangelt es jetzt noch ein bisschen an Inhalten. Ich hoffe, da kommt noch sehr viel Neues dazu, es wird immer mal wieder geupdatet. Schaut da gerne mal rein, wenn es euch interessiert. Dass Spieleentwickler sich immer mal wieder große Nintendo-Marken als Vorbild nehmen, sehen wir hier zum Beispiel auch an Hogolive. Ähnlich wie bei Animal Crossing sind wir auch hier wieder Bürgermeister und versuchen ein bisschen Leben in ein karges Örtchen zu bringen. Das heißt für uns also Häuser aufhübschen, Möbel craften und schön in der Gegend dekorieren, zwischendurch ein paar Käfer oder Fische fangen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Also nicht allzu viel Innovation im Vergleich zur Vorlage. Gibt auch ein paar Sachen, die mir ganz gut gefallen haben. Zum Beispiel sind einige Animationen, zum Beispiel das Fangen der Insekten schneller, dadurch spielt sich Hogolive ein bisschen flüssiger. Wenn man Materialien craftet, kann man zum Beispiel mehr von einer Sorte auswählen. Das hat Animal Crossing New Horizons bis heute nicht hinbekommen. Die Grafik sieht teilweise besser aus. Werkzeuge zerbrechen nicht mehr, was ich ziemlich cool finde. Und Bewohner werden endlich auf der Karte angezeigt. Gibt auch ein paar Punkte, die ich nicht so gut finde. Zum Beispiel gibt es keine Echtzeit mehr. Dadurch kann man Tage einfach so skippen, wenn nichts los ist. Die Welt ist allgemein kleiner. Es gibt kein Terraforming mehr. Und tut mir leid, ich weiß, es ist sehr subjektiv, aber die Tiere finde ich absolut hässlich. Animal Crossing hatte im Allgemeinen viel mehr Charme. Die Tiere geben euch auch Aufgaben, aber wenn ihr die erfüllt, kriegt ihr keine Belohnung, was irgendwie ziemlich sinnlos ist. Dann gibt es noch so einen Modus, wo ihr euch selber Möbel bauen könnt, was im Kern eine richtig geile Idee ist, aber die Umsetzung ist einfach fürchterlich. Die Steuerung ist einfach so seltsam und lächerlich kompliziert. Angelehnt ist dieser Baumodus ja auch an My Sims, wo man sich auch Möbel bauen kann, aber da hat es wesentlich besser funktioniert. Aber okay. Im Kern ist Hogolive kein schlechtes Spiel, ihr könnt es euch ruhig angucken, wenn ihr auf der Suche nach Alternativen für Animal Crossing seid. Für mich persönlich bleibt aber Animal Crossing immer noch auf dem ersten Platz. Weiter geht's mit Dragon Ball The Breakers. Das ist wohl ein Spiel, was bei vielen unter den Radar gefallen ist.
Das ist nämlich ein reines Multiplayer-Spiel, ein asymmetrischer Multiplayer, wo man mit 7 Überlebenden gegen einen Bösewicht der Dragon Ball-Reihe kämpft. Beziehungsweise als Überlebender flieht ihr eher vor dem Bösewicht, weil der immer stärker wird und euch sehr schnell besiegen kann. Als Überlebende könnt ihr aber eine Zeitmaschine reparieren oder stärker werden, um dem Bösewicht gegenüberzutreten. Das Ganze ist eben sehr an Dead by Daylight angelehnt, falls es jemand kennt. Ich muss aber sagen, dass das Spiel wesentlich ausgeglichener ist hier. So ist man als Überlebender nicht ganz chancenlos und gerade mit der Anzahl von 7 hat man immer eine Möglichkeit, sich irgendwie zu retten. Man kann auch seine Charaktere leveln, auch die Bösewichte, und blöd ist es dann halt nur, wenn man gegen einen komplett überlevelten Bösewicht antritt. Denn je mehr Überlebende der Bösewicht erwischt, desto stärker wird er und kann auch seine Form wechseln. Und je weiter man im Level ist, desto mehr kann man das Wachstum beschleunigen. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass das Spiel noch ein bisschen mehr an Content hinzubekommt. Mal ein paar mehr Charaktere, mehr Items, vielleicht noch ein Bösewicht und mehr Maps dazu. Ein bisschen mehr Balancing an der einen oder anderen Stelle könnte das Spiel auch noch vertragen. An sich hat es aber viel Spaß gemacht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Spiel aufgrund durchwachsener Nutzerbewertungen und geringer Verkaufszahlen schnell von der Bildfläche verschwinden wird. A Plague Tale Requiem, die Fortsetzung zu A Plague Tale Innocence. Wieder spielen wir hier die Geschwister Amicia und Hugo. Das Spiel findet in Frankreich statt, zur Zeit der Ratten und der Pest. Hugo hat eine Krankheit, die mit den Ratten zusammenhängt. Ich will jetzt aber nicht zu sehr darauf eingehen, falls ihr den Vorgänger noch nicht gespielt habt. Und jedenfalls versuchen die beiden eine Heilung für ihn zu finden. Im Vergleich zum Vorgänger wurde hier technisch nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt. Das Spiel läuft sehr gut, sieht super aus. Schon fast auf The Last of Us Niveau, würde ich sagen. Den Vergleich kann man auf jeden Fall ziehen, denn sowohl Spiele als auch von den Dialogen, die Interaktion mit den Charakteren, kommt das alles sehr nah ran. Es ist ein sehr emotionales Spiel und die Charaktere haben immer wieder mit inneren Konflikten zu kämpfen. Spielerisch ist es eher so ein Stealth-Game, ihr müsst viel schleichen, müsst aber auch viele Rätsel lösen. Meistens geht es dann darum, euch nicht von Ratten oder anderen Wachen erwischen zu lassen. Es war eine sehr interessante Reise, die hier und da vielleicht ein bisschen zu lang war, aber ist auf jeden Fall einer der Top-Titel dieses Jahres geworden. Und jetzt kommen wir zu meinem Spiel des Jahres. Es hat keine epische Story, keine fantastische Grafik, keine innovative Steuerung. Ihr braucht nur den Joystick. Die Rede ist von Vampire Survivors. Was ihr tun müsst, ist super einfach. Massenweise von Gegnern stürmen auf euch ran und ihr versucht, den auszuweichen und dabei anzugreifen. Dabei müsst ihr keinen Knopf drücken. Alle Angriffe erfolgen automatisch. Die Gegner lassen, wenn ihr sie erledigt, so Juwelen fallen. Die könnt ihr aufsammeln und damit aufleveln. Dadurch kriegt ihr dann neue Waffen oder könnt eure bestehenden Waffen verbessern. Ihr könnt aber auch zum Beispiel eure passiven Fähigkeiten wie Angriffsgeschwindigkeit oder Verteidigung verbessern, und wenn ihr 30 Minuten überlebt, habt ihr das Level geschafft. Im Verlauf des Spiels könnt ihr immer weitere Charaktere freischalten, neue Level, neue Items, die ihr verschieden miteinander kombinieren könnt. Mit jedem Run öffnet sich das Spiel noch ein bisschen weiter und man entdeckt immer ein bisschen mehr. Ein paar Geheimnisse, das fand ich immer ganz cool. Probiert das Spiel ruhig mal aus, es ist nicht teuer und ihr braucht keinen krassen Gaming-Rechner oder so. Die Musik ist auch super, es hat auch kürzlich ein DLC bekommen, also checkt es ruhig mal aus, es ist wirklich ein mega gutes Spiel. Mit Gotham Knights haben wir einen neuen Ableger dieser Batman Arkham-Reihe, wobei dieser Titel hier so ein bisschen unabhängig bleiben möchte. Zu Beginn des Spiels stirbt Batman und seine 4 Nachfolger treten auf den Plan, und zwar Nightwing, Batgirl, Red Hood und natürlich Robin. Wir können also munter zwischen all diesen Charakteren hin und her wechseln. Die spielen sich hier und da ein bisschen anders, aber sonst macht es im Spiel keinen großen Unterschied, welchen man dann auswählt. Beim Spieldesign wurden einige Entscheidungen getroffen, die bei den Fans nicht ganz so gut ankamen. Zum Beispiel muss man jeden Charakter einzeln skillen. Manche Fähigkeiten, die bei der Batman-Reihe von Anfang an verfügbar waren, wie das Gleiten, muss man sich erst im Laufe des Spiels freischalten. Es gibt Lootboxen und ein Crafting-System. Die Haupthandlung ist auch nicht mehr ganz so interessant, dafür fand ich aber einige Nebengeschichten ziemlich cool. Ich fand auch, dass die Open World von Gotham City eigentlich ziemlich cool ausschaut, hat irgendwie gepasst, auch wenn sie generell ziemlich leer war und man immer nur dieselben Missionen machen konnte. So im Kern würde ich sagen, war schon ein gutes Spiel, da waren leider nur zu viele Ideen drin, wovon wenige ziemlich ausgereift waren. Ich wünsche mir jetzt tatsächlich einen Reboot der ganzen Reihe, dass wir Batman wieder zurückkriegen und auch wieder mal gegen Joker kämpfen können. Auch wenn ich jetzt kein Comicleser bin, aber ich denke mal, die Vorlage hat einiges zu bieten. Bayonetta 3, das große Action-Spektakel von Platinum Games, ist dieses Jahr auch erschienen. Mit Bayonetta und einer angehenden Hexe Viola kämpft ihr euch durch die Multiversen.
Mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Es ging nicht allzu lang und man hat immer wieder mal Gameplay-Wechsel gehabt. Die Monsterbeschwörungen haben die Kämpfe auf jeden Fall ein bisschen aufgewertet. Der Soundtrack war top und sogar die Grafik konnte einigermaßen mithalten, auch wenn die Switch ganz schön ins Schwitzen gekommen ist. Da hätte ich mir gewünscht, dass Bayonetta 3 auch für andere Konsolen und PC rauskommt, aber anscheinend hat Nintendo da irgendwelche Exklusivrechte. Mit der Geschichtenerzählung hat dieser Teil so ein bisschen Probleme. Ihr könnt ihn losgelöst von den ersten beiden Spielen, aber so ganz zugänglich ist der Teil hier nicht. Es geht aber auch mehr um die Action und das Gameplay und das ist eigentlich ganz gut geworden. Gibt viele Waffen, viele Monsterbeschwörungen, alle schön kreativ gemacht. Der Humor war auf jeden Fall interessant, klassisch japanisch, ein bisschen drüber, aber irgendwie mag ich das. Bin mal gespannt, wie es mit der Reihe weitergehen soll. Theoretisch ist Bayonetta 3 der Abschluss der Reihe, aber es kann ja immer noch ein weiterer Teil kommen. Lonesome Village ist so ein bisschen eine Mischung aus Animal Crossing, den alten Zelda-Spielen und Professor Layton. Als kleiner Fuchs kommt ihr nämlich in ein komplett leeres Dorf und findet nur einen riesigen Turm vor, in dem ihr dann Rätsel lösen müsst. Wenn ihr die gelöst habt, dann wird jeweils ein Dorfbewohner befreit und ihr könnt weitergehen. Zwischendurch müsst ihr dann immer mal wieder Quests für Bewohner erfüllen, um in der Welt voranzukommen, um eure Beziehung zueinander zu verbessern, damit ihr dann weiter im Turm kommt. Kämpfe gibt's lustigerweise keine, das Spiel ist komplett gewaltfrei. Hat meiner Meinung nach eine echt süße Optik. Die Rätsel sind auch nett, die sind nicht wirklich schwer und ihr braucht auch nicht unbedingt eine Lösung im Internet oder so. Ich fand's cool, dass es in jedem Stockwerk ein neues Rätsel gab, also keins davon hat sich wirklich wiederholt. Wenn ihr könnt, würde ich euch empfehlen, das Spiel auf Englisch irgendwo zu besorgen, weil die deutsche Übersetzung ist ziemlich schlecht. Wirkt halt so ein bisschen so, als hätten die Entwickler es einfach durch einen billigen Übersetzer gejagt. Ist aber trotzdem ein süßes Rätselspiel für zwischendurch. Von Harvestella habe ich derzeit nur die Demo gespielt. Ich fand's bisher ganz interessant. Das Spiel mixt so ein bisschen Farming Simulator und RPG. Hat eine ganz interessante Story und auch eine schöne Grafik, muss ich sagen. Geht so ein bisschen in den Stil Final Fantasy und Xenoblade Chronicles. Da ich jetzt nur die ersten paar Stunden in dem Spiel reingezockt habe, will ich auch gar nicht zu viel Wertung abgeben. Mein Eindruck ist, dass das Spiel sehr einsteigerfreundlich ist, die Handlung wird sehr langsam erklärt, das Gameplay auch in den Kämpfen ist sehr simpel gehalten, dass ihr Gemüse pflanzen und ernten könnt, steht gar nicht so im Fokus, sondern ist nur dazu gedacht, dass ihr Geld verdient, um euch bessere Ausrüstung zu kaufen. Meine beiden größten Kritikpunkte sind hier das Tageszeitlimit, ihr verbraucht sehr viel Zeit damit, durch die Weltkarte zu laufen, Gemüse anzubauen oder einfach nur zu kämpfen. Deshalb müsst ihr aus Dungeons relativ schnell wieder raus, könnt aber auch zwischendurch Shortcuts freischalten. Und was ich noch ein bisschen nerviger fand, ist das Limit im Rucksack. Ihr könnt nur eine begrenzte Anzahl an Items mitnehmen. Hat mich sehr genervt. So müsst ihr dann teilweise im Dungeon wertvolle Ressourcen liegen lassen. Das schmerzt natürlich jeden Rollenspieler. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich dann die Vollversion in den Händen halte und dann endlich weiterzocken kann und werde euch dann dazu noch mehr berichten. Ich glaube, zu God of War Ragnarok muss ich gar nicht mehr viel sagen. Dieses Spiel ist einfach nur der Hammer, es ist ultra krass, es nimmt alle anderen Spiele und wischt damit den Boden auf. Die Story, das Gameplay, die Grafik, hier ist einfach alles makellos. Als das Spiel rauskam, hat man mich kaum vom Controller wegbekommen, ich wollte es unbedingt durchzocken. Die Geschichte um Kratos und sein Schicksal war super spannend, auch mit seinem Sohn Atreus und generell, wie die Charaktere alle miteinander interagiert haben. Die Kämpfe haben sich immer sehr wuchtig angefühlt, auch wenn sie mir irgendwann zu schwer wurden und zu viel, weswegen ich irgendwann den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtergestellt habe. Mir ging es halt hauptsächlich darum, die Geschichte zu Ende zu erleben. Zwischen den ganzen Kämpfen gibt es auch mal wieder Story-Momente oder Rätsel, die man so in der Umgebung lösen kann. Die haben ganz viel Spaß gemacht. Was man dem Spiel höchstens vorwerfen könnte, wäre zum Beispiel, dass das Gameplay mehr oder weniger vom ersten Teil übernommen wurde, dass es wenig Innovationen gibt. Trotzdem wurde ich immer dazu motiviert, mir die Umgebung anzuschauen, Nebenquests zu erfüllen und mich einfach mit der Welt auseinanderzusetzen. God of War Ragnarok zeigt auf jeden Fall, auf welchem Niveau Videospiele heutzutage sein können und das definitiv einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste Titel dieses Jahres. Somerville ist so ein kleines Rätsel-Adventure im Style von Limbo und Inside. Am Anfang des Spiels wird die Erde von Aliens angegriffen und als Familienvater versucht ihr dann mit eurer Familie zu fliehen. Dann geht so ein bisschen was schief, eure Familie ist weg, dafür habt ihr so merkwürdige neue Kräfte. Mehr spoilen will ich auch gar nicht und kann ich auch nicht wirklich, weil ich die Story nicht so ganz verstanden habe. Es ist alles nonverbal, viel wird versucht mit Gestiken und Symbolen zu erklären, aber vieles bleibt der Eigeninterpretation überlassen.
So meins ist jetzt diese Art der Geschichtenerzählung nicht unbedingt, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Beim Durchspielen braucht ihr vielleicht so 3 bis 4 Stunden, je nachdem wie gut ihr bei manchen Rätseln vorbeikommt. Ich hing an der einen oder anderen Stelle ein bisschen. Naja, ich finde das Spiel okay, würde es aber keine große Empfehlung dafür aussprechen. Ich hatte einfach zu wenig Spaß mit dem Spiel. Pentiment ist so ein auf Altdeutsch gemachtes Text-Rätsel-Adventure. Das Besondere an dem Spiel ist natürlich der Grafikstil, der erinnert so an altdeutsche Bilderbücher. Als Andreas Maler habt ihr hier die Möglichkeit, Einfluss auf ein kleines deutsches Städtchen zu nehmen. Das Ganze spielt im Mittelalter des 16. Jahrhunderts. Das Spiel ist sehr textlastig, ihr werdet sehr viel lesen müssen, leider ist das Spiel nicht vertont. Was ich aber cool fand, ist, dass die Charaktere je nach Herkunft verschiedene Schriftarten haben. Das hat es aber auch manchmal schwer gemacht, die Schrift richtig zu lesen. Besonders die klösterliche Schrift hat mir ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Cool fand ich auch, dass wenn ihr am Anfang mit den Dorfbewohnern sprecht, euren Hintergrund festlegen könnt, wo ihr herkommt, was ihr studiert habt. Ihr habt quasi eure Skills festgelegt, mit denen ihr dann später die Gespräche auch beeinflussen könnt. Das Spiel hat auch viele Referenzen zu echten Begebenheiten, die ich ganz interessant fand. Ein bisschen Bildung ist also auch mit dabei. Was mich nur ein bisschen gestört hat, ist zum Beispiel die Orientierung auf der Karte. Das Spiel ist zwar in 2D, aber ihr könnt natürlich auch in die Tiefe gehen. Das war manchmal hier und da ein bisschen anstrengend. Und dass sich manche Dialoge ein bisschen gezogen haben, ein bisschen irrelevant waren. Aber sonst ist es eigentlich ein ganz witziges Spiel gewesen. Wenn ich mir Pokémon Karmesin und Purpur so anschaue, dann tut es mir ein bisschen weh, auf welchem Niveau meine ursprüngliche Lieblings-Videospielreihe mittlerweile angekommen ist. Leider sind diese Spiele komplett unfertig auf dem Markt erschienen, sind komplett verbuggt, technisch eine Katastrophe, was halt super schade ist, denn im Kern stecken hier wirklich gute Spiele drin. Der Open-World-Ansatz fühlt sich frisch an und die Herausforderung in beliebiger Reihenfolge anzugehen ist eine tolle Idee. Wieder loszuziehen, alle Pokémon zu fangen, mit meinen Freunden zu tauschen und zu raiden, das hat wirklich alles ganz viel Spaß gemacht. Nur leider ist nichts davon wirklich ausgereift und überall hat das Spiel Macken. Ich könnte wahrscheinlich stundenlang darüber reden, was mich an dem Spiel alles aufregt, aber das habe ich ja schon zur Genüge in meinem Monatsrückblick-Video getan. Und ich weiß, die ganze Pokémon-Industrie lebt vom Merchandise, vom TCG und den ganzen Stuff, den man verkaufen kann. Die alle brauchen die Hauptspiele als Vorlage, deswegen werden so viele Spiele rausgeballert. Aber Videospielentwicklung kostet nun mal Zeit, Geld und viel Mühe, um es an heutige Videospielstandards anzupassen. Pokémon-Spiele sind halt nicht nur was für Kinder, die vielleicht über solche technischen Mängel hinwegsehen können, sondern auch für Erwachsene und Nostalgiker wie mich, und ich möchte gern vollwertige Spiele. So, das waren ja wieder ganz schön viele Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Ich hoffe, da war es für euch dabei. Ich habe ja auch ein bisschen was gezockt dieses Jahr. Leider ist dieses Jahr viel zu viel rausgekommen. Alles, was ich verpasst habe, lasse ich mal hier kurz im Schnelldurchlauf abspielen. Das ein oder andere Spiel stelle ich nochmal in meinen Monatsrückblicken bestimmt vor. Also schaut da gerne mal ruhig vorbei. Lasst mich euch zum Schluss noch ein Fazit mitgeben. Gerade in diesem Jahr sind so krass viele Spiele erschienen wie noch nie. Der 2020 durch Covid ausgelöste Drang nach Videospielen hat sich definitiv bemerkbar gemacht. Gefühlt jede Woche kamen locker 10 geile Indie-Spiele raus, die man alle gar nicht nachholen kann. Microsoft war ja ziemlich stark dieses Jahr, hat ja viele Studios aufgekauft, viele Indie-Spiele auch auf dem Game Pass released. Die eigenen IPs laufen aber nicht so, also wir hatten letztes Jahr Halo Infinite, das war's eigentlich. Bei Capcom ganz ähnlich, wir hatten zwar Monster Hunter Sunbreak, was eigentlich auch nur ein DLC war, sonst kriegen wir von Capcom Aufgüsse alter Spiele, Remakes, also wenig Innovation hier. Sony hat eigentlich gut abgeliefert, wir haben zwar auch nur Fortsetzungen bekommen mit Horizon Forbidden West und God of War Ragnarok. Dann noch das Remake von The Last of Us Part 1. Habe ich zwar nicht gespielt, aber sonst war der Rest gut. Also kann man nichts sagen. Und dann noch Nintendo. Ach man. Bei mir und Nintendo, da kriselt es aber gerade richtig in der Beziehung. Bei Nintendo macht sich nämlich gerade so der Trend breit, unfertige Spiele auf den Markt zu bringen. Siehe Nintendo Switch Sports oder Mario Strikers, wo wir dann im Nachhinein gratis Updates bekommen. Mit Pokémon Legends Arceus und dann noch Karmesin und Purpur, was dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat. Diese Spiele waren komplett unfertig und verbuggt. Technisch kommen die Spiele einfach nicht mehr hinterher. Wir brauchen langsam mal eine Hardware-Revision. Gut, es gab noch Kirby und Xenoblade Chronicles 3. Die Spiele waren ganz cool, aber vom Gefühl her hatte Nintendo dieses Jahr das schwächste Jahr seit langem. Und ja, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Spiele für euch mitnehmen. Waren ja genug dabei. Ich habe das ganze Jahr lang an diesem Video hier gearbeitet. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Jahresrückblick wieder dabei. Guckt ein bisschen zu. Vielleicht entdeckt ihr noch andere Videos auf dem Kanal, zum Beispiel meine Monatsrückblick-Videos. Ansonsten bleibt gesund, zockt fleißig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.